Das bin jetzt erst auf dem Weg zur vierten. Oh, Prismania City, dann kann ich mir Dinge kaufen und Monster entwickeln, jedenfalls vor allem Meltan. Ich hab keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ah, dein Stream ist on. Ja. Damit sage ich auch willkommen. Moment. Hallöchen. Achso, ich muss mein Bild noch wechseln, das habe ich noch vergessen. Es fällt gerade ein bisschen herum. Welches Bild nehmen wir denn? Ich wollte gerade sagen, die CPU-Auslastung kann doch nicht so hoch sein, Mann. Aber ist sie wieder rum. Ich hasse automatisierte Applikationen im Hintergrund, dass sich Dinge schon starten, so, hey, falls du heute mal den Musikplayer startest, ist er jetzt schon vorbereitend aufgebaut und alle anderen dieser Microsoft. Dinger, wo ich mir denke, nein, lass das einfach, ich hab's doch nicht in automatischen drinne, lass doch einfach deaktiviert, bis ich, ne? Nein. Wäre ja lehm. Stimmt eigentlich schon mal. Lass mal ganz kurz was schauen. Gut 108 gäbe es noch. Und das Schiff. Gut, hab ich das schon mal erledigt. Ah, ich bin so schlau. So, und jetzt noch das. So. Will ich meinem Mund dafür jetzt Fliegen beibringen? Hallo, Pokémon! Hi. Ich habe Mons und so. Da, das ist jetzt erstmal die Mons, die ich mitnehme. Knuff habe ich mit bei, weil wir ja bald Persona City erreichen und da kann ich es dann entwickeln. Ich habe ansonsten getestet, hey, kennt ihr das? Ihr spielt eine Videospielreihe und seid so 25 Jahren plus minus stagniert sie total mit sinnlosen Features, die keiner gefragt hat. Dann habe ich für sie die Lösung. Pokémon Radical Red habe ich hier, bringe ich hier. Da kann man Monzo, also wenn sie wollen, dann können sie für einen Obolus von 0 Euro Monz einfach so eine V-Attacke beibringen. Und wenn sie dann keinen Bock mehr darauf haben, weil das System einfach mal gut angepasst ist, so zeitgemäß, dass der Bullshit nicht mehr vorhanden ist, dann können sie einfach auch hier Cut verlernen lassen wieder, wenn sie das nicht mehr brauchen oder so. Anstatt irgendwie bis zur 8. Stadt warten sie müssen oder so ein Scheiß. Das ist doch voll geil, oder? Hat also, ja. Im Graffibrot ein Pokémon gefangen? Was? Ich glaube, ich habe im Graffibrot nie ein Pokémon gefangen. Guck danach bei den Monstern, die du hast. Mach ich dann gleich. Von der Stadt, I'm not talking, taking any more autographs. So, Rot 105, schauen wir mal, was wir hier kriegen. Oh, that's not what you're here for? I'm terribly sorry. There are so many guys asking to take pictures with me. Then they make gruesome requests like demanding feet pictures. Ooh. Where? Okay, disgusting and also kind of disturbing, don't you think? Anyway, I'm Whitney. Whitney. The world renowned Miltank user. Perhaps you thought of me. If an intense bet is what you want, then that's what you're going to get. Yeah, bitte. I will don't let my cuteness lull you. You'll definitely regret it. Anna. We got this. Warte, hab ich jetzt. Warte, ich kämpfe gegen einen Normaltrainer und habe nicht nur Kobalium mitgenommen. Bin ich denn des Wahnsinns? Na egal. Wird schon. Hast du Kobalium nicht mitgenommen? Nein. Hm. Dachte ich, zeig mal ein. Oh Gott. Na gut, das ist ein Fee. Fire Punch, natürlich. Ey! Glückwunsch. Wie nenne ich denn ein weibliches Beldra? Ich weiß nicht mehr, was mein Libeldra in Schwarz-Weiß war. Gut, dass du so ein guter Schläfer bist, mein Freund. Alter, what the fuck? Fire Punch, Drain Punch, Lovely Kiss. Na klar, natürlich. Ah. Na, ich hab einen Namen. Ich glaube, ich habe Probleme. Auch wenn die Drachenart nicht ganz passt. Aber du bist jetzt Coco. So. Okay, das heißt, dich haben wir. Weißt du, Wigglytuff hat physisch oder speziell besser? Boah, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube speziell, aber
Schwer zu sagen. Summary. So, wo habe ich dich gefunden? Petalburg 106, Granite Rust Turf. Klar, Mann, Alter, ich verwende fucking Kommission nach 80.000 Jahren. Hitte sie und was ist richtig? Eine Runde. Wenn du so kriegst, der Gegner alle drei Turns Sleeps. Ja, und ich krieg nicht in einen Turn Sleeps, schon klar, Mann, deine Mama. Nee, ich im Graphiport hab ich auch nie was gefangen. Ha. Also noch ein Encounter mehr. Schön. Nehme ich. Ich nehme all die Encounter. Hauptsächlich sind selber? Wahrscheinlich nicht. Hab ich gerade irgendwen dabei, der überhaupt paralysieren kann? Ja, du mir auch. Okay. Natürlich nicht. Okay, ich hätte nicht einfach irgendein Team zur Abwechslung mitbringen sollen, sondern irgendein Team, was gescheit ist. Was? Zumindest hättest du vielleicht ein bisschen überlegen sollen, was sie benutzt. Also, Entschuldigung, okay, wenn du schon gerade sowas sagst, hättest du einen Wigglytuff mit Lovely Kiss, Fire Punch, Drain Punch erwartet? Sei ehrlich. Nein, aber ein Wigglytuff. Siehst du, eventuell. Dann hast du das Thema schon erledigt. Ein Wigglytuff, aber eventuell. Ja, ein reguläres Wigglytuff könnte mir ein Scheiß. Hätte ich meinen Stahlmann vorne gehabt und es wäre es gewesen. Ah, ich benutze in der ersten Attacke nicht mehr, um zur Genauigkeit hat und verfehle instant. Ja! Ja! Genau. Wie wär's mit deinem Mann? Deoxys? Ist das ein Encounter? Okay. Nein. Also. Ist ein Trainer. Was war der Schaden? Wow. Aha. Scheiß drauf. Poker Rider, bring mich zurück zur Stadt, ich brauch gescheite Mons. Wow. Okay, fuck that. Meta, dich hol ich erst aus der Box, sobald ich ihn wegen kann. Ich meine, dann bist du immer noch langsam als fuck, aber bitte machst du dann ein bisschen mehr. Zum Beispiel nicht zacken. Damage vor allem. Ich möchte das mir sogar drin als speziellen Angreifer. So, Rudo und Nacht. Du bist wurscht. Stimmt, hier war das Schiff ja auch so anders aufgebaut. So, mein Encounter für Route 108. Oh, knuffig. Hallo, Vulcano. Ja, wie viel Spaß bist du es entwickeln kannst? Ich kann es demnächst in der nächsten Stadt entwickeln. Ah, oh, dann sehr gut. Weil ich bin der Meinung, die haben auch die ganzen Entwicklungssteine oben im Kaufhaus verkauft. Schwupps. Nice. Nito. Bonito. Damit habe ich auch wieder ein Feuermon. Was tatsächlich ziemlich wichtig ist. Oh, das ist zum Teil Phoebus, saugt aber auch Dicksten. Aller Dicksten. Der Kampffee treffe ich eigentlich nur mit Gift. Ne, und Stahl. Ne, und. Also gebe ich das jetzt in dir. So, du bekommst auch einen Namen, der ein bisschen closer to home schlägt. Ich habe nicht aufgepasst, was für einen Namen hattest. Moritz. Das war der erste Hund, den wir hatten, damals, als er noch ein Kind war. Ach so. Okay, ich habe die größeren Geschütze. Whitney! Whitney! Ich will Hallo sagen, mit einer Faust in Form eines Kobalium. Welches Ironhead jetzt schon kann, was ich gut finde, weil fick dich. So, Simo Weil. Was kriegen wir hier? Nichts. Scheinbar. So, also mal gucken, ob das jetzt klappt. Hoffentlich. Ich hab okay, nicht... Encounter. Hi. Ey, schon wieder. Let's go. Zeit für den Vibe. Oh, warte, es ist nur Level 20. Lame! Ja, viel Spaß. Ich meine, du bist 14 Level über, was willst du können? Und du bist immer noch kein Stahl, also... Das könnte Ancient Power 5-mal sich boosten. Let's go! Omni-Boost! Dir ist so passiert nicht, du bist Marcel. Ich wünsche, ich hätte Swords Dance, ey. Das wäre so gut.
Naja. Aber wieder kein One-Shot. Dafür habe ich aber die Chesto-Berry. Oh, es geht einfach gleich auf Fire Punch. Seltsame KI, davor bist du immer zuerst auf Lovely Kiss gegangen. Aha. Aber na gut. Falls irgendein anderer Schlafmann kommt, habe ich Alpha. Also, Kiss hat Dragon Rage, aber das ist nicht mehr so schlimm auf dem Level. Du bist Drache zum Teil. Ah, warte, Close Combat ist sehr effektiv. Aha. Wahrscheinlich kannst du Flammenwurf oder so ein Scheiß. Ich kann für Sacred Sword zuerst gehen, aber ich will Damage machen. Nein, Close Combat. Einfach schauen, was passiert. Hab so Ultraballen! Keine One-Shots von Alpha. Goddammit. Berserk? Oh. Naja, Special Chat. Wenn es unter DS fällt, wird sein Spezialangriff einmal gehört. Na super. Ja, ich glaube, RIP Alpha. Das ist eine interessante Combo, weil du kannst halt Rooster einsetzen, dann wieder über die Hälfte gehen und dann nochmal unter die Hälfte fallen und so kannst du dich auch boosten die ganze Zeit. Wahrscheinlich wäre dann aber Focus Code besser. Also damit es halt überlebt, hoffentlich, theoretisch. Ja, wenn du halt Angst vor One-Shots hast, ja. Aber normalerweise gehst du jetzt nicht so viele One-Shots ab, deswegen so machst du eher Schutzschild, lässt auch was und so, um halt noch höher über die Hälfte zu gehen und mehr zu schützen. Ich hab Fake-Out drücken können. Egal. Egal. So, Regiram, du darfst ruhig im Ball bleiben. Nee, dann. Ich nehme an, sowas wie Walzer kommt jetzt. Boah, könnte eine Kampfattacke irgendwie sowas sein. Ich weiß es nicht. Es hat einfach eine mega kranke Attacke, die es im Originalspiel nicht gibt. Giga-Hyperstrahl! Einfach weil es ein Mülltank ist, ne Mega-Walzer oder sowas, das einfach gleich dreifachen Schaden macht. Body Press. Okay, das geht noch. Maximum Oversaiyan. Ich meine Mülltank. Oh, ist schneller. Dang. Tja, wir sind die nächsten Gen 1. Da gibt's keinen 30% Body Slam oder so, wo das war. Es hat Leftovers. Nice. Ich meine, der Self-Damage ist auch ganz nice, aber geht mehr darum, dass es nicht Züge kriegt, damit ich angreifen kann. Gab's einen normal Unlichtmon? Oh, Milktrick, ist das dein Ernst? Normal Unlicht gibt's nicht, soweit ich weiß. Doch, klar, du hast sogar eins, Geradax. Ah, ja, klar. Weil ich würde deswegen nicht Psybeam drücken. Weißt du, dann bist du selber verwirrt und hausch dich für 6 Runden selber. Okay, drücke ich jetzt einfach Confuse für in der nächsten Runde, falls es aussnappt. Ja. Und dritten U-Turn, I guess. Verbrennst du mich, du Penner? Warum ist dann Silvani schneller? Wenn sich jetzt selber schlägt und U-Turn Damage macht, dann könnte Silvani Damage reichen. Damage. Oh, ich könnte Tengu-Disc gehen. Aber die Sache ist, dann habe ich ja halt ein Fake-Word, aber muss das jetzt wieder für den Wechsel gehen. Ist halt auch nur so. Ich glaube, ich brauche Big Good Damage. Ich könnte Hanon. Ja, Hanon mit Jump Kick. Das ist eventuell das bessere Play. Let's go! Jump Kick! Goddammit. What? Darren ist gestorben. Damn. Okay, ist er lang. Wie ist das denn passiert? Drachenwut und Verbrennung. Oh. Aber du willst es unbedingt fangen. Ja, warum auch nicht? Ja, frag nur, alles gut. Stimmt, Body Press ist die Kampfattacke, weil ich dachte die ganze Zeit ist es Boden, warum auch immer. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe nicht ganz aufgepasst. Naja. Indeed. Jetzt machst du ihn pressen.
Mit Psychic Search. Huh. Ja. Das heißt. Keine Prio-Attacken funktionieren mehr und Psycho-Attacken werden gestärkt. Okay, hoffentlich bin ich schneller. Megahorn. Und die Idee ist sehr schnell. Ja, aber Hanon ist halt Hanon. Hm. So gut. Get Fick, Alter, ist so gut, Sourcebug. Es ist so gut. Also natürlich mit den Attackenlehrer-Set. Alter Schwede. Und hier ist Wiggleworth. Na gut. Mach einfach Leak-Seed, falls irgendwas passiert. Falls du Bulk-Ups Gedöns versuchst. Ja. Weil mit Fake-Out und sowas kann ich nur falls auch ein bisschen stallen. Ah ne, Prio-Attacken funktionieren nicht mehr. Dang, Bro. Das war nicht viel Schaden. Aber ist okay, er nimmt doch die ganze Zeit Tick-Damage. Also ja, ich sollte den Kampf gewonnen haben. Hey, wenn ich mal die größeren Kanonen rausbringe. Ja, das sollte GG sein. Außer das macht Slack off. Okay, Hanon, ich muss dich darum bitten zu critten. Das wäre jetzt ganz doll wichtig und so. Wie wär's mit einem Crit? Ich hätte auch mal so einen verdient. Komm schon, du bist schon paralysiert. Stattdessen verfehle ich meinen 90% Move, ist auch vollkommen okay. Ja. Naja, ist okay. Ist okay. Ist okay, man. Ist fucking okay. Get ripped. Jetzt soll ich betreffen können. Ich bin auch gerade dabei, meine ganzen Bälle zu verwerfen. Hm. Sind bei der 20-Marke. Dann habe ich keine Ultrabälle mehr. Ah? Ah? Yes! Siehste. Okay. Keine Sorge, bei dir passiert sowas nicht. Glückwunsch. Ja, ich habe dafür ein gutes Mon verloren. Ja, aber du hast das Essen bekommen, statt ein Mon zu verlieren und es dann nicht zu kriegen. Das stimmt. Können wir Reishiram nennen? I don't know. Ich habe ja vorhin erst einen Drachen benannt, deswegen. I guess, auch wenn es auch nicht passt von der Farbgebung her, aber dann nennen wir dich halt zu dem anderen Drachen. Den ich momentan immer mal gerne verfolge. So, willkommen im Team Vienna. So. Ich glaube, ich habe das gewonnen, Fragezeichen. Nein, das wird wahrscheinlich mit dem Angriff jetzt durchkommen. Ich kann das mit Knackse gewinnen, aber ich brauche einen Safe Switch. Oh, deswegen ist so bulky. Ist die Liebe leid. Oh, es hat so einen Stack aufgedrückt. Okay, ich hab's mal gewusst. Hm. Na gut. Jedenfalls jetzt langsamer dank Bulldoze. Speed Control! So, Karen, tut mir leid. Habe ich nicht berechnet, wie viel Schaden der Burn macht. So. Wen nehmen wir für dich jetzt mit? Ah, ich glaube, ich habe gewonnen. Bodenmann haben wir jetzt dabei. Kampf haben wir dabei. Okay, es hat den Freitod gewählt. Es hat nicht mehr gekillt. Get ripped! Das war was? Plus 3 Knockoff? Mit Item? Nee, mein Item hat nicht mehr drauf. Ha! Warum hat sich Body Slam gedrückt? Das hätte viel mehr Schaden gemacht. Das nehmen wir mit. Weird. Ah, woe is me. Woe is me. Woe is Zoe. My younger days, I wouldn't take a loss like that very well. Das stimmt. But I'm actually quite happy with myself, as it's clear you're a strong trainer. I'd like you to have these.
Mami Milk. Nehmen wir Alex zusammen mal mit. Viel Spaß. It's a healthy drink straight from my milk tank. Hope you probably enjoy it. Also, here's one of my favorite items. Eviolite! Hallöchen! It boosts defensive Pokémon that can still evolve. It has an added functionality where it prevents evolution too. For your convenience. Keeping your double. Yeah, anyway, I need to bounce. Too many creeps on this road. I hope we see each other too soon. Dang. Oh, here's an escape rope. Warum hast du die nicht einfach benutzt? Okay, das ist interessant. Weil du nicht in der Höhle bist. Aber halt, Escape, Bro, bring mich weg von diesen Creeps. Was war jetzt das Play? Also, wo das nicht hin muss, oder was? Nein, ich überlege gerade, was machen wir heute. Ja, eigentlich geht er nur noch Azuria City. Mir fällt nichts anderes ein. Was ich das auch machen könnte. Yay! Ich auch nicht. Das Team musste mal wieder klären. So, ich will jetzt gerade noch was nachschauen. Nein, die Bären sind uns erhalten geblieben. Okay, warum habe ich dann eine Testo-Bäre weniger? Na egal. Achso, klar, weil es auf einem der anderen Monster drauf ist. So, jetzt versuchen wir andere Monster mitzunehmen. Das ist wieder auch ein bisschen was anderes. So, tuten. You know? Ja, Boss-Battles sind halt ein bisschen härter. In der Tat, deswegen sind es Boss-Battles. Ja, yes, da kannst du nicht random willy-nilly reinlaufen. Aber wenn du erstmal ein richtiges Team hast, geht es. AKA, du hast Alpha. Einfach Damage. Aber ja, one-shotte nur mal ganz knapp die Mons nicht. Das ist ein wenig belastend. Tja. Oder ich kann Klangs sogar behalten, warum nicht? Oh, ein Carpador. Minato kann ich auch behalten, eigentlich. Ein Carp. Bekämpfe ich das Carpador auf Level 24 und Level 1 Huden? Elf übrigens. Also auf 1 hätte ich gesagt, nein, auf 11 sollst du es überstehen. Ich meine, es kann Tackle. Ja, aber du bist... Es ist ein Carpador. Deine Verantwortung. Na. Extra Schuld. Ja, endlich. Endlich kriege ich das von dir gekillt. Darauf habe ich nur gewartet. Mega Evolution! Ach, das ist mega. Alter, Kazem, ja, dann ist ja sowieso GG, Nore. Trace, das kann auch nach hinten losgehen. Ja, wow, es hat dich angesplasht. Pass auf, Mann. Die lebende Gefahr. Ja, ich muss auch erstmal umbringen. Alles Owen Berry, oder? Ja. Ich meine, ich könnte jetzt auch einfach Igelaba schon auf Level 36 bringen. Ja, sie meinen sich noch entwickeln können, Igelaba und Cynthia. Das sind ja das Beste, Mann. Auf welches Level war das jetzt nochmal? 42? Ich weiß nicht mehr. Was? Dass ich Knacker kriege. War es 2 oder 48? Ja, ich glaube früher. Knackrack. Hm? Okay. So, falls muss ich nachschauen. Und hoffen, dass OBS nicht abstürzt. Ich kann einfach selber nachschauen. Cool. Die Firma dankt. So, werden wir erst noch kurz Mr. Wilson Attacken beibringen, wollte ich sagen. Das Support setzt halt ganz gut für so... Ah, doch, 48, okay. 48, also erst nach der Arena. Jo. Ich weiß nicht mehr, was die fünfte hatte. Das Level Cap? Ja, ja. 47! ich war schon fast richtig. Puh, ja, 57, ja, da krieg ich aber ein bisschen was hier. So, erkunden wir mal das Schiff, habe ich gehört. Ja, warum nicht? Ich habe mir aber den Krypto-Encounter machen kann, weil ich meinte, der war in dem Schiff. Du hast auf jeden Fall den Stein bekommen. Aber muss dafür nicht Freitag sein oder war das nur in Gen 4? Ich weiß es nicht. Ich weiß es eben nicht, keine Ahnung. Na dann. Also, falls aufgefallen ist, ich habe Cynthia Dual Chop verlieren lassen, weil ich einfach. Beziehungsweise. Das ist halt die Sache.
Blutjob ist ja nicht verkehrt, aber wir haben auch gemeint, dass einige Monster einfach extrem bulky sein können. Drachenblut ist halt immer konsistent 40 Schaden. Und bei dem Mundtier hat das auch fast für die Hälfte gesorgt. Das ist einfach guter garantierter Damage. Der Rest ist halt so kaputt. Aber ich könnte auch Blutjob wieder beibringen und dafür Steinhagel verlieren lassen. Du bist einfach so gut wie ich und findest Dragonclaw. Ja, ich finde keine Randomized TMs, Mann. Ich hab nicht den Luxus. Pangoro kann Dragonclaw lernen, okay, das ist interessant. Ich bleib aber, glaube ich, erstmal dabei. Oh, warte, ich habe Eisschad beigebracht, bin ich denn des Wahnsinns? Ich bin spezieller Angreifer. Ja, aber so immer nur eine Prio-Attacke. Ja, aber halt um 30 schwächer, plus dann noch die generelle Base-Power-Differenz von 15. Ja, der die Prio ist nice, aber halt, da fehlt der Stat für. Ja. Ich glaube, ich bringe dir da mal Dual... Ups. Nee, ich glaube, ich habe Dual-Job verlernt, weil halt, das trifft nur Drache effektiv und der Rest trifft halt anderen Kram effektiv. Ich glaube, das war die Idee hinter. Aber ich glaube, ich kann, Dings wegmachen. Rocktomb, so ist der Quark. Mann, hat das jetzt lange gedauert. Weil ich habe halt Bulldoze mit Speed Control, von daher. Ich meine, Rocktomb trifft auch einiges effektiv, was nice ist, aber bei Eis würde ich nicht drin bleiben wollen. Flugmons, ja. Ja, no. Interessante Musik. Ihr Mund ist herzförmig, da fuck, sie sollte damit mal zum Arzt gehen. Evilite, das heißt, er hat jetzt aber Verteidigungswerte von fast 70 auf beiden. So, Huden, du darfst jetzt mal wieder raus da, aus dem Kampf. Lumio, du darfst mal... Enrico Thunderwaven, I guess. Aber heißt, ich kann mir nur das Fahrrad holen. Tja, Bitches, ich muss keine Millionen... Währung zahlen, ich glaube, soll Yen sein. Pokédollar. Klar, Pokédollar. Hier konnte ich ja nichts mit Zerschneider machen, um wieder auf den Pfad der Tugend zu kommen. Nicht versuchst du, ne? Ah, doch, aber da oben ist offen, du hast recht, das wurde abgeändert. Ja, aber unten das Gras ist immer offen. Das da oben, ja, das Gras, das da oben ist, offen ist, versuchst du nicht. Das Gras war mir schon klar. Oh, hallo. Gut, ich hätte auch haben können. Stattdessen, hatte ich nicht stattdessen hier irgendeinen Trash-Encounter? Keine Ahnung. Ah, ne, es war immer noch Route 4 und den hatte ich ja vorher schon. Ah, ja, genau. Aber ich habe das Horseback bekommen, also war das definitiv das bessere Mal. Ja, ich könnte jetzt nochmal hier nach hinten gehen und Kram tun, die Bilder haben schon. Aber ich kann hier halt nichts weiteres tun, deswegen. Dann nach oben komme ich auch noch nicht. Weil ich surf. Au. Na gut. Oh, sobald ich Surfer kriege, ey. Gold. Ich hätte gerne Zoom. Oh, stimmt, ich habe gar nicht nachgeschaut. Kann irgendwas von dem Monster gerade. Ja, echt, na toll, kann Blitz benutzen. Von daher. Du musst ja blind durchlaufen. Ja, genau. Ich durfte schon bei zwei Projekten komplett blind durchlaufen, weil es nicht funktioniert hat. Beide Male waren Gen 1. Oh Gott, deren Minder! Guck mal, die haben sogar haben die sich zusammengekettet oder sind das einfach die Armbänder nur so geformt? Nein, geformt? Also. Nein, ich glaube, es ist wirklich, dass sie. Ja, sie sind verkettet. Wow, ja. Ich glaube auch. Die Kette mit drei Buchstaben eher. Vier Mons, what the fruit? My girl. Wow, genau. Weil ich sag noch gerade, ja, Flugmons, ja, dafür hätte ich nur Rocktomb, wer braucht das schon? Was ist mein erster Encounter? Ein Flugmon. Egal, ich hab Dual Chop. Das Spiel hat Stimmerkennung. Ja. Und ich habe Knacksel. Stell dir mal vor, du müsstest bei bei Multiangriffen jedes Mal den Genauigkeitswert rollen. Oh, hallo Latias! Guter Stuhlshop hab. Let's go! Na, schade, ich kann ja noch nicht weiter. Okay, es war ein guter Top. Es reicht nicht mal. Nein, Knackse! Wo war der Kill? Komm, Psybeam. Das soll ich aber wegstecken. Jetzt kommt die 10% Verwirrung. Nice HP. Danke, Latias. Das war ein schöner Abend, also. Ciao. Latias ist so niedlich. Ja, das stimmt. Diggers so, B. Graffipore City. Was Bone zum Teil.
Ich hab Cut nur mit, falls irgendwie eine Fee vorne ist und ich einfach nur Damage drauf klatschen will. Weil ich jetzt keinen Stahl dabei hab. Achso. Nein! 90% ist 50%! Aber der Text stimmt doch einfach. Alles, was nicht 100% ist, ist 50%, weil entweder du skippst oder nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. War das nicht sogar Wolfie? Keine Ahnung. Wolfie. Hallo Helios. Noch ein Drache. Ich finde jetzt lauter Drachen, ey. Stell dir mal vor, du würdest mit Diversity Claw spielen. I mean, ich hab gute Diversity trotzdem. Ja, ich meine halt nur so viermal Drachentypus. Kannst aber nur einen Slot damit füllen. Joa. Hey, ein cleaner Sweep von Knacksehl. That's what we like to see, boy! Ja, mit uns Stil. Weil ich mache jetzt einen auf Creep und heb mir einfach die Mama-Möbel drauf. Whitney, ich denk nur an dich. Ah, ist noch ein Creep. Ich habe gerade eine Hyper-Potion benutzt, um 8 HP zu heilen. Das ist ja eine neue Route, ne? Aerial Ace. Hey. Ja. Aerial Ace. Moment. Sollten wir nur ein paar Ultrabälle kaufen? Ultrabälle. Es ist übrigens erstaunlich, wie keins meiner Wassermons Flip-Turn lernen kann. Das ist sehr schockierend. Treshiram hat mich ein bisschen Bälle gekostet. Ich habe nur noch 2. Oh, was? Igelama kann Aerial Ace lernen. Let's go. Danke. Nee, warte, du bist ein spezieller Angreifer. Nein! Ich kann Quick Attack weg. Manchmal Quick Attack weg. Ich habe übrigens Flammerad verlernt für Flame Charge. Keine Ahnung, muss ich einfach mal irgendwann entwickeln, der Junge. Nee! Haha, great, I was born, hey! Hey, hey, Hoser! Hast du es jetzt paralysiert? Ach nee, wahrscheinlich hat's Dings. Oder hast du es die ganze Zeit nicht paralysiert gehabt und Bälle geschmissen? Ich hatte eben noch das andere Mond raus und ich habe mit Printloop gekämpft und habe halt Bälle geschmissen, ja. Weil ich mir gedacht habe, hey, ein Ultraball wird schon funktionieren, aber nö. Wow, ich habe bei... willst du mal die Zerschneider-Animation sehen? Der ich schau mal hin beim nächsten, ja. Okay, dann zeige ich dir kurz, bist bereit? Ich habe auch den Sprite gelöscht. Ne. Es ist wie die richtige Zerstörer-Animation, ich lösche es einfach. So, keine Ultrabälle mehr. Ach, aber du hast noch Bälle. Ja, aber... Ja, okay, gut. Immerhin hast du noch Bälle. Stimmt. Jetzt wird sich gerade partout nicht fangen lassen hier. Was ist los mit dir? Route 9, Cerulean City Rock Tunnel. Dann probier mal Route... wobei, ey. Na komm, gehen wir mal hin. Gut. Was soll schon passieren? Was soll schon passieren? Kann schon. Warum hast du so eine schlechte Fangquote? Was ist los mit dir? Ist es nicht Pseudo? Ja, aber es ist die zweite Entwicklung. Ja, aber ist das ein Pseudo oder nicht? Nicht früh kommt. Ja, aber ist das ein Pseudo oder nicht? Ja, aber ich bin trotzdem nicht davon ausgegangen, dass so eine krasse Fangquote hat. Tja. Das Leben. Base okay, dann schwäche ich dich halt noch ein bisschen. Okay, oder auch nicht, weil du Geduld einsetzt. Crit! Dann schwäche ich dich halt erstmal nicht. Ah, ich kann schon mal wechseln. Welches Mon hat denn die höchste Wahrscheinlichkeit, dich nicht umzubringen? Petra wieder mit Zerschneider, I guess. Oh, das war ein Crit! Oh, der Doppel-Crit! Let's go! Oh, Circle Throw. Wo wir gerade beim Thema Crits waren. Ah nee, Circle Throw nicht, Ja, der wirft dich nur ja, wieder zurück. Gutes Matchup, mein Freund. Viel Spaß. 1-6 und du musstest Pech haben. Naja. Och, ich gebe so viel Erfahrung, ey. Jetzt hat's mein Pinguin gesehen, hat sich so gedacht, nee, okay, nochmal, mach ich das nicht. Es wird Zeit für einen Count. Ich hab nichts mit Status-Effekten vor, bei. Korrekt, korrekt. So, wie nennen wir denn dich jetzt? Larry. Oder Jerry. Das ist männlich. An Larry haben wir ja jetzt schon. Ja, haben wir Jerry. Gary und Larry sind aber ganz anders als Jerry.
So, Drachenwood Boy, behalten wir mal kurz fürs Fangen. Fangen. Ich brauch was mit Dönerwelle. Komm her. Ich will nicht! Oh doch, du willst. So, und ich bin mal der Meinung, ich kann noch eins weiter nach rechts schwimmen. Das ist auch noch eine neue Route. Ja, dann tu das mal. Mir mal 20 Pokebälle. Okay. Ah, Moment. Was hattest du hier nochmal? Das Root Fossil. Hm. Ach, du kannst sehr viel früher schon Fossile holen. Fällt mir mal so gerade ein, by the way. Ich weiß noch nicht gerade, ob ich das Root Fossil schon hatte oder nicht. Ich weiß nicht, welches der beiden nicht genommen hatte. Dann musst du schauen, was irgendwann rauskommt. Ja. Du kannst halt da nicht benutzen. Moment. Ist das nicht genauso schnell? Okay, es ist leichtlich schneller. Ja, das war gerade ein Feuerrot und Blattgrün ist so nutzlos. Naja, durchgängiges Tempo schneller. Ja. Okay, bist du bereit für meinen Encounter? Wenn du halt einfach gewohnt bist, in Smaragd und Rubin und Saphir einfach das fucking Machbike zu haben. Ja, das stimmt wohl. Ich mag das Trickbike mehr, aber das Machbike brauchst du einfach an mehr Stellen. Mein Counter ist... Nein, warum du? Warum du? Oh, Tukanon. Ich hasse Tukanon. Ich hab die erste und zweite sogar benutzt und hab ich gesehen, was wurde und hab's einfach in die Box verbannt. Hm. Warum du? Was kriegen wir hier? Es soll ja irgendwie Generation 8 ziemlich wild sein, hab ich gehört. Oder was, Generation 7? Oh. Alter, die Encounter bei dir! Holy what? Hallöchen. Machen wir Magic Leaf und schauen, was passiert. Es ist nie im Metagame gewesen, sagen wir es mal so, aber es hat halt ein, zwei coole Gimmicks. Ja, wegen seinem Beacon, was halt vorher verbrennt garantiert. Ne. Oder gab es ein Mon, was das einfach lernen konnte und deswegen Meta wohl, ich weiß nicht mehr. Nicht, das wüsste ich, glaube, das ist das einzige Mon, was den Angriff hat. Dragon Rage. Hast du über 80 HP? Oh, nee, warte, wir haben gelernt, erst wenn es gelb wird, ist 50%, korrekt? Normalerweise ja, aber es kann auch schwer. Mag es kurz nachschauen. Moment. Ich merke mir, dass ein Tanne ist dein Encounter, Tanne ist dein Encounter, Tanne ist dein Encounter, Tanne ist dein Encounter. Währenddessen trinke ich kurz einen Schluck. Wie heißt das Ding? Two Cannon. Tau! Längstet. Welches Level ist es? 26. 26. 0 HP. 77. Das heißt, hat auf jeden Fall HP. Wenn es auf 31 sein sollte, müsste es 85 haben. Aber ich glaube, die ganzen Monster haben ja perfekte DVs, also. Ja, deswegen sei ja, wenn es perfekte DVs hat, müsste es auch 85 sein. Dann machen wir Dragon Rage. Jetzt kommt Bodycheck. Das kann durchaus passieren, ja. Nope. Hey, hey. Aber wir haben gelernt, solange es nicht orange ist, ist alles gut. Great Ball, los. Okay, gut, dann war das schnell vorbei. Warum dich? Ich hasse dich. Weißt du, Leute hatten ja diese Erfahrung mit Grabbit, aber ich fand Grabbit cool. So richtig Penner-Style, aber das Vieh... ich kenne auch keinen Vogel mit so einem dicken Schnabel, den ich irgendwie von Relevanz finden würde. Ich kenne halt auch nur, auch wenn er nicht so einen Mega-Schnabel hat, aber halt der von König der Löwen. Aber ich habe den Namen vollkommen vergessen. Sasu meinst du? Sasu hieß er, okay. Das wäre so das Einzige, wer mir in den Kopf kommt, weil er halt auch davon abgereichert ist von den Tukanon-Vieh. Wenn ich kruden Humor unterstützen würde, dann würde ich ihn Herpes nennen, weil es quasi Schnabel ist Lippe und wenn du Herpes kriegst, dann brennt es wie sein komischer Beak-Cannon-Angriff, aber das machen wir nicht. Ich nenne ihn Dudley. Ich nenne ihn AIDS. Anstattdessen. So würden einige Leute wahrscheinlich Zershi wie ein Hundgedöns benennen. Also nicht ich, mir ist ja scheißegal, weil mir Pomkopel schon seit einer Weile egal ist. Aber
Oh, stimmt, das könnte sich selber ausnocken. Oh, du hast doch Timer ganz vergessen. Weil die Level 20 und nicht weiterentwickelt. Oh, heißt das, du kriegst Konfusion nicht, wenn es sich entwickelt? Das wäre aber scheiße. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche Konfusion nicht. Ach, hast du schon Chinese oder was? Noch nicht. Ich gehe davon aus, dass ich noch irgendwelche guten Themen bekomme. Ja. Warte, jetzt. Gehst du zum Pokécenter, weil du Mon wieder austauschen willst? Und was machst du nicht richtig? Mon austauschen. Ach, denk. Weißt du, wann Yanma Antikraft gelernt hat? Nein. Okay. Okidoki. Dudley, Dudley, Dudley. Ah, das heißt, relativ wird entwickeln, aber ich habe jetzt. Ups. Aber ich habe jetzt schon den anderen Käfer dabei. Nimm ihn dir irgendwann mal wieder. Ah, ein Item. Ich könnte den Trainer skippen, den ich einfach zurückfliege, aber come on. Bisschen Trainerschaden, nicht. Machapu! Hey, ich habe Aerial Ace. Let's go! Okay, das war ein Crit! Wieso gibt mir noch ein, zwei Chancen? Oh, what? Ja, rippige Lava. Okay, Machol für 31 einfach bei Steinhagel. Warum auch immer. Liege Lava hätte ohne Crit nicht mal die Hälfte abgezogen. Alter Schwede. Bringe ich dich jetzt einfach schon auf 36 und mach dich zum Nupto? Das ist die Frage. Das hat so gesehen immer noch schlechte physische Attacken. Ja, aber immerhin hätte ich ein bisschen bessere Stats. Das stimmt. Weil das ist ja schon gerade sehr traurig. Ich habe ja keine speziellen Angriffe für den Boy. Yes. Nein, unverdient. Meine Glückwunsch. Din. So, du hast auch schon deinen designierten Namen. Ah, okay. Warte, was? Swift. Sternschauer. Ah, okay. So nenne ich meinen Metacross immer. Sternschauer. Oh ja. Okay, das ist auch mein Name. So, ich glaube, entwickelt sich. Jetzt kann ich dir immer. Das ist auch mein Name. Achso, weil ich halt gerade gesagt habe, weil du hast gesagt, was? Und ich habe gesagt Sternschauer. Und dann so den Schauer mein Metagross. Achso, ne, ich habe ja gerade gemeint, dass ich Aokai mein Metagross genannt habe. Und ich habe gedacht, du hast dich darüber gewundert. Nein, ich glaube, er wollte Sternschauer lernen. Das heißt, die Attacken. Okay. Ist einfach. Das Lernset von Igelava, uff, ey. Mhm. Jetzt auf 37 hat Igelava Flammenwurf gelernt und Tornopto sitzt jetzt auf 42. Dann hat's halt immer noch so Level Cap. Ich meine, wenn du willst, schau nach und reifst mir unter die Nase. Ich bring ihm jetzt erstmal Attacken bei, per Attackenlerner. Und kann trotzdem immer einen Feuerschlag und Donnerschlag lernen. Die auch beide physisch sind? Ja! Aber da kann ich jetzt schlecht wenig machen. Außerdem, es kann kein nicht mit der Elektro-Attacke lernen, das ist immerhin Coverage. Auf 48 lernst Flammenwurf. Und die Gelaber, hättest du es wann gelernt? Schaue. Oh Gott, jetzt kommt's. Auf 45. Ja, das ist scheißegal. Scheißegal wäre es? Ja doch, weil... Ja doch, Level. Das nächste, ja. Gyroball? What? Was? Also, Double Edge? Ja. Gyroball? Eventuell, weil es halt ein Igel ist und sich einholen kann. Ja, aber Igelava ist jetzt nicht ultra langsam. Like, what? Nee, gegen was soll ich das benutzen? Gegen Regilecki. Ja, was davon reduzierten Schaden nimmt bei Elektro. In der Tat, ja. Wahnsinn. Wow, also ich kann Double Edge beibringen. Ist halt immer ein 120.
Self-Damage, aber who gives a fuck? Eieiei! Ich meine, okay, ich könnte halt auch. Ich kann eigentlich Schaufel wegmachen und hab dafür Brick Break, I guess. Oh, Bruder, ey! Und nicht irgendwie Level 1 Flammensturm oder irgendwie sowas. Nee, 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 bloß nicht. Oh, hi, Victini. Victini! Hallo. Was sind jetzt die, ich meine, ja, der Spezialangriff wird auf jeden Fall besser sein, da muss man sich gar nicht drüber unterhalten, aber wie ist denn jetzt sein Angriff auf 36 jetzt? Vorhin beginnt das 9. Ach, oh, ich sehe, sein Angriff sinkt auch um 10%. Geil! Kommt auch noch dazu, ja? Das sind ja nur fast 30 Punkte Unterschied. Cool. Gut, dass ich dieses Mon bekomme. Ich meine, ich könnte das ein bisschen umändern, aber ich habe gesagt, dass ich das nicht mache. Wobei das noch zu der Nuzlocke-Regelung gemacht ist. Ja, ja, aber ich hab, die einzige Regel, die ich entkräftet habe, ist halt das, okay. das Wipen-Gedöns, Sterbigen. Okay. So, mach's gut. Flame Charge, Shadow, Fail Punch, Fire Punch. Mobile mit Intimidate. Ich meine, da ist halt auch so eine Sache, wo Zenobito bis Generation 3 auf jeden Fall besser war, genauso wie Gewaldro, weil diese ganzen Coverage Moves waren alle speziell. Hm. Gewaldro konntest du auch spielen mit bis Donnerschlag, hast du gesehen, hat einfach Coverage Deluxe gehabt. Nicht den heftigsten Damage, aber Coverage Deluxe. So, Petra entwickelt sich. Leider durfte es Kiara nicht. Aber immerhin schafft es Petra, sich zu entwickeln. Kiara? Ja. Achso, Junglut, ja. Well, bei dir muss auch mal was sterben. So, damit habe ich einen Empoleon. Wechselst nicht gegen einen Kyogre rein. Oh, du kannst Eisschlag lernen. Ja, das nehme ich dann, selbst wenn der physische Wert schlechter ist. Ich glaube, das nehme ich dann über Ice Event oder 75. Das sind 20 mehr bei einem Wertdifferenz von 30. Ich glaube, Ice Event ist trotzdem besser, oder? Was? Ice Event ist 55, Ice Punch ist 75. Der Angriffswertunterschied von Wilson zu physischem Speziell ist aber 30. Also ja, sollte trotzdem besser sein. Ice Event. Oder Ice Punch. Ice Event. Okay. Na gut. Träume und Hoffnungen. Ich weiß halt nicht genau, wie die Berechnung funktioniert, deswegen kann ich es dir nicht zu 100% sagen. Ja, den ganzen Bisse kann er nicht lernen. Moment, ich hab Knaxel! Der kann die ganzen Zähne lernen. Ja, Moment. Warte, warum hab ich Knaxel nicht mit? Doch, ich hab Knaxel. Warte, er kann die nicht lernen? What? Also kannst du Knackack lernen oder was? Keine Ahnung. Oder kann ich jeden Zahn lernen, das kann auch sein. Firefang, not able. Aus dem Kummer, der Sprite ist das fette Pikachu. Oh Gott. Schon Pikachu. Nein. Ach, ich muss jedes Mal komplett neu machen. Oh mein Gott. Eisfang. Nein. Kannst du kein Psychofang, kannst auch nicht lernen, also bleibt ja nur Thunderfang. Warum kannst du Knaxel nicht lernen? What? Nee, okay. Okay. You do you, Game. You do you. Ja, ein ganz schönes Level hier, meine Güte. Geobards. Ja? Stahlattacken? Na, du machst ja. Du machst das schon. So, jedenfalls hab ich jetzt Hades. Ist 36 in 68 Angriff. Ich will das war halt jetzt, das war jetzt sozusagen der Safe-Switch, damit ich jetzt erstmal keine Elektro-Attacke abbekomme. Dadurch, dass er Metal-Sound gemacht hat, ist mir jetzt auch egal, wenn er eine Stahl-Attacke macht, weil... Bulldoze. Ah, hat Flash-Cannon, okay. Das kann wehtun. Aber du hast Sturdy, oder? Ja, ich hab Sturdy, ja. Genau. Wenn er auch Sturdy hat, da kommt der Konter! Ja, dann wechsle ich aus. Pursuit! Ja, genau. Selbst wenn er jetzt nochmal eine Flash-Cannon auf mich macht, wechsle ich mein vierfach resistentes Lantern ein und das ist ach, der beste, du bist bestimmt schneller. Du warst auch, das Wilde war auch schneller als eine Trigaria. Easy machst du das. Mein Geowatz hat Minus-Speed-Wesen. Ja, okay. Das liegt aber auch nur daran. Sonst wäre ich schneller. Eventuell, weil ich Bulldoze eingesetzt habe. Ja. Aber ich gehe das Risiko halt nicht ein. Lavita, warum kann ich dich nicht in einem einzigen Projekt haben? Ich habe schon so viele mit dir gemacht. Ich krieg's aber nie.
Gibt es eine andere gute physische Wasserattacke? Kaskade, das wäre gut. Aber ja, klar. Geht man über dem Feuerrot Kaskade? Ja, ganz spät. Okay. Oh, das ist der coole Tintenfisch. Der Boxer boxt. Und weil das Wasserkampf statt Eiskampf ist, ist es nicht so scheiße wie Crabbler. Immer noch nicht herausragend, aber nicht so scheiße. Es ist Corner. Nein! Nein! Du bist aber ein tolles Käfer-Pokémon. Das Klops, hallo. Vielleicht habe auch einen Geist, aber du wirst wahrscheinlich auch Geistattacken haben. Also einfach drin und drück Play Rough, I guess. Ein Pupita. Ja, genau das meine ich hier. Warum habe ich das nicht? Weil wirklich sind ja so 54. Wobei, das wäre schon nächste Arena. Boah. Damage! Meine quasi fast 90 Attacke. So gut, ey. Ich könnte so das nebenher speziell spielen, wenn ich wollte. Weil speziell wird nicht sagt, glaube ich zumindest. Aquaring. Nee. All creamy. Ah, Psybeam, okay. Ja, gut, Stahlattacke ist auf meinem Drachen, das ist jetzt nicht so gut. Mach Bölsch einfach drin. Oh nein, Drinkes. Baritomb, hä? Das ist ein Encounter! Das könnte fast wieder einsetzen, dann stirbt Huden. Oh, stimmt! Nicht schon wieder! Nein! Hast du ein Dingens Fokus-Code drauf? Nein. Ah, warum nicht? Ah ja, klar, mega. Mega, mega. Und ich habe keinen Fokus-Code daher. Ah. Das ist natürlich doof. Der Mann hat's nicht gemacht. Fuck, kein One-Shot. Nein! Komm, mal zu mir, das überstehst du. Du bist rund. Müsstest du die Fähigkeit Zap Zipper haben. Was müsstest du haben? Zap Zipper. Ich weiß nicht, was es im Deutschen ist, aber zum Beispiel hat die eine Fähigkeit, wo Pflanzenattacken keinen Schaden machen, sondern Angriffe nur spezielle. Achso, Vegetarier. Ja. Ja, aber ich mag Huge Power mehr. Das stimmt. Es gibt ja auch scheinbar in Lavanda oder so, es gibt ja auch jemanden, oder irgendwo gibt es bestimmt wen, der Fähigkeiten austauschen kann. Ich wollte gerade sagen, man muss zum Kampf Fähigkeit wechseln können. Nein! Der 10%! Oh! Wie oft verfehle ich denn noch mit dem Scheiß? Immer. Ja, das ist so das Leben in der Nutshell. Ne, warte, du bist zum Teil Fee. Warum habe ich. Ach, na toll. Warum ist alles Fee geworden? Moment, halt, stopp. Ne, ich hab's normal gegen ihn. Ist nicht schlecht. Geist auf Fee ist ja neutral, ne? Ja. Kann ich dir mal vor, Fee hätte sowas wie Schwächen, statt nur zwei Stück. Aber das wäre ja zu albern. Scusi? Ist hier wenigstens ein Item? Ne, hier ist nichts. Hier Shit! Shit Diddly ist hier. Dreh dich weg. Dreh dich weg. Danke. Haha. Ausmanövriert. Oh, das ist auch eine neue Route. Ja! Ja, eine Route Nummer 10. Gab's hier? Hey, ein weiterer Rennen. Nein! Einfach nein, einfach nein. Ignorieren, was der Mase sagt. Einfach nein. The Nugget is so to use it, so I sold it for 5000. Ja, dafür sind wir da. Ah, hey, ein Aid. Ein Everst. Wow. Okay. Oh. Ich meine, Witness ist optional. Von daher. Und eventuell würde es ja manche Leute nicht schaffen, wer weiß. Nein, Geister. Tut doch jemand was gegen das Weißbrot. Ups.
Warum? Ach ja, es ist schön, dass es hier regnet und mein Landturm einfach alles niedermachen kann. Ja. Meanwhile me. Nein, ist gut. Geht ja. Miracle Eye. Nein, danke. Warum konnte ich nie Lego haben? Mama. Oder Zapdos. Das wäre noch geiler gewesen. Ich habe kein Elektrum. Na doch, ich habe Meltdown, aber ja. Moment. Ich muss nur wieder einen Timer setzen. Eine Stunde hat es gedauert. 55 Minuten, genau genommen. Ja, ich habe ein bisschen eher schon gestartet in meinem Live. Ja. Dein Ernst? Cool, ich hab Trash, ey. Dragon Jam. So witzig, dass noch keinen meiner Drachen dabei habe. Okay, ich habe keinen Encounter gehabt. Schade. Tja, kann man jetzt. So, hätte ich doch mal ein Pokémon als Encounter gehabt, aber leider habe ich keins encountert. Tja, der Zufall immer. Ganz komischer Glitch. Naja. Eine Route weniger. Wer braucht das schon? Naja. Was war da jetzt? Nein, da war gar nichts. Da war nichts. Ich hab nicht aufgepasst, was ist passiert? Nein, da war nichts, ganz einfach. Okay. Ich habe nicht gerade wertlosen Trash gefangen, einfach nur als Dupes Claws und gehe meine Wege und ignoriere das. Nein, alles gut. Okay, was hast du denn gefangen? Nichts, das ist die Sache, ganz komischer Glitch. Ich hab nichts gefangen. Was ist denn die neue Dupes Claws, die du hast? Fragen wir halt so. Ja, ist halt, dass wenn das Ding auftaucht in einer anderen Route, dann muss ich nicht halt wieder fangen, sondern kann auch. Ja, aber welches Mon hast du da jetzt, was da erzählt? Gar keins, existiert nicht. Hm. Ich hab ein Mauzi gefangen. Ein reguläres. Ah, okay. Reguläres. Smauzi, ey. Rock Tunnel. Yay. Oh, Flash aktiviert sich einfach automatisch, weil ich echt noch damit drin habe. Wow, ich bin sehend. Oh mein Gott, guck dir den Sprite an. Der ist cool. Oh, warte, das ist ein neuer Encounter. Nein. Moment, halt, stopp. Ich hab einen Lucky Egg gefunden. Yay. Unverfrorenheit, der Bengel. Der Bengel. Ich weiß, du hast gerade deinen Megastein drin, Alakazam. Aber. Solltest du erstmal ein bisschen leveln. Eventuell ja, solltest du es auch immer nicht auf dieser Route mit potenziell Verfolgungsmonstern vorne haben, aber hey. You do you. Ich lebe für den Thrill. So, wie wär's mit einem richtig guten Mon? So ein richtig gutes Kyogre zum Beispiel. Und dann fangen wir es einfach mit dem ersten Flottball. Gengarit. Schade. Tja, es sollte nicht sein. Nee. Mein, du hast auch schon genug Waffen. Ich glaube, nichts kann ich aufhalten. Kommt da drauf an, wenn ich mein Encounter ist. Ich renne halt nicht mit meinen stärksten Waffen rum, das ist halt das Ding. Also ein blödes Moment kann halt auch mal sein, dass ich dann wipe und dann bringen mir die ganzen Waffen auf der Box dann nichts mehr. Ich hätte ein gescheites Feuermon. Und Geist. Oh, ein Litwick. Ey, ja boah, ja, Ripton Upgrades. Warte, wann entwickelst du dich nochmal? Brauchst du nicht einen Finsterschein oder irgendwie so ein Scheiß? Ich glaube ja. Oh fuck. Lumineon. Lumineon gegen meinen Lumio. Na dann. Wer da wohl gewinnen wird. Mensch. Scheiße, hat mein Elektroball Donnerwellen-Kombo negiert, weil er Bodyguard eingesetzt hat. Gefuckt. Und der ist sogar schneller als ich. Wie war das? Oder entwickelt sich Chandelure nur über Level? Ich glaube, es braucht einen Finsterstein, ne? Ich meinte auch. Naja, müssen wir noch warten, I guess. Mach mal Volt Switch. Bit of a Flame Burst. Hey. Warum kann Tunnel sowas nicht lernen? Seine Hals explodiert. Ja. Hier ist wohl Rock Tunnel, I guess. Oh mein Gott, das ist Giovannis Bruder.
Ich bin Giovannis Bruder? Nein, der Typ, den du gerade gesehen hast, der sieht halt schon so ein bisschen aus wie Giovanni. Achso. Breeder. Ah. Ich glaube, es war. Kann schon sein, ich glaube, es ist sogar richtig. Was ist richtig? Dass das ein Züchter war. Oh, Mensch! Gift-Matchup. Tja, ich habe Aquatail, du Bitch. Oh, Shadow Snake. Na gut. Ist nicht seltsam, dass Ariado Shadow Snake lernen kann? Das ich meine, das ergibt irgendwo Sinn, das aber... Das hilft nicht dem Image, dass Leute Spinnen gruselig finden. Ja. Das ist nicht okay. Deswegen sage ich, ja, es ist an sich sinnvoll, aber ja, es macht es natürlich nicht besser. Das Problem ist halt bei denen, dass es einfach so schlecht ist. Ich meine, das hat mich gespiderwebbt. Wenn ich jetzt ein Nuzlocke wäre, hätte ich ein ziemliches Problem. Nein, weil es jetzt stirbt und dann dürftest du wieder auswechseln. Ach, Spiderweb ist nur so lange... Nee, hä, ist doch wahrscheinlich wie Horrorblick, nehme ich an. Ja, und Horrorblick, sobald du auswechselst, ist Horrorblick weg. Oh, echt? Ja, deswegen war Gen 2 nach Tara so eine interessante Combo, weil du mit Horrorblick und Staffette den Horrorblick drin halten konntest. Ah, aber ja. Das wurde inzwischen auch geändert, das ist inzwischen funktioniert das nicht mehr. Ja. Alter, der erste Dizzy Punch, genau! Welton und du wirst doch ganz bestimmt durchkommen. Ganz, ganz bestimmt. Hey. So ist es Krabmimblebgedöns, wirst du wohl. Alter. Oh, es kann Bubble Beam. Oh, es war ein Crit. Okay. So. Übrigens hat ein Fire Punch nicht gegen die Krabbe gereicht. Wow. Es hat eine gute Verteidigung. Hey, ich hab gewonnen. Ja, ich will ja nicht spoilern, aber zwei Monster werden auf jeden Fall ausgetauscht, sobald ich einen Finsterstein habe. Weil ich könnte ich jetzt eigentlich schon mitnehmen und hier einfach einen Evoliden raufklatschen. Ich glaube, ich mache das sogar. Ha! Scheiße auf seine Zen-Headbutt. Erdbeben! Okay, Bullet Punch erstmal, aber. Ja. Erdbeben! Das ist kein Megameter, du musst nichts befürchten. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht mehr scheitern kannst. Selbst wenn irgendwer mit Legendären ankommt. Komm, nur ein bisschen Pech in irgendeiner blöden Situation, dann kann schon passieren. Ja, wenn du weggehext wirst, aber da kann man ja nichts gegen machen. Und noch kommt dazu, ja, momentan bin ich auch vom Level her höher. Bei Arena-Leitern und sowas sieht es dann ja wieder anders aus. Ja. Ich mache mir ja zum Beispiel auch Sorgen vor dem Doppelkampf noch. Der in der nächsten Arena dann kommt. Ja. Hitmontop. Dann hätte ich die halt auf den Top. War auch eine interessante Änderung, dass Rapid Spin jetzt den Speed erhöht. Mhm. Und Gen 8. Ja, irgendwie muss man es ja mitmachen. Weil Spinner halt immer schwerer einzusetzen geworden sind. Okay. Zumal man halt einfach ein neues Item gemacht hat, was die Spinner unnütz gemacht hat. Heavy Duty Boots, ja. Wo Leute schon mehrmals darüber gesprochen haben, ob sie es bannen sollten oder nicht. Ja. Memento. War das nicht das, dass ich mich selbst K.O. und dafür die Werte komplett runtersenke? Ja, ich glaube schon. Sharply. Also nur um 2 Stufen. Wow. Oder? Na, ich glaube, ich bin zwei. Für einen Bösen würde ich was Besseres kriegen. Okay, Hudin könnte wieder sterben. Das aber auch. Du lernst auch nicht. Ja, das heißt, ich lern's halt aber auch nicht. Ja. Ich meine, Hudin würde so oder so gegen Pursuiter sterben in dem Matchup, egal ob ich jetzt ihn vorne habe oder nicht. Ja, warum leadest du ihn so oft? Vor allem, wenn er noch so niedrig ist. Warte, hä? Wann entwickelst du dich? Ich dachte 33. Okay, Stream stürzt nicht ab. Schau nach. Du mach währenddessen ruhig dein Ding da weiter. Ich hätte ruhig schauen können, ich hab's direkt hier. Achso, ja, dann wenn du magst, dann schau mal gerne nach. Wie hieß du? Lichte. Oh Gott, jetzt erstmal alles am Sterben. Nein! Immer dazu beruhigt dich. Auf Level 41. Auf 41? Und dann Finsterstein. Ja. Well, Abandoned Strategy. Well.
An Finsterstein wirst du sehr wahrscheinlich in der nächsten Stadt dann kaufen. Ja, aber 41. Das ist ein bisschen sehr. Puh. Aber ich hab eine Idee, was ich mache. Ich brauche erstmal Tempel wieder. Hab ich jetzt kein Feuer mal mit bei, ist aber okay. Ich hätte gern das Item. Rockblast geht natürlich daneben. Boom! Headshot. War sogar nur ein Treffer. Ach doch, eine Sache muss ich nachschauen. Also mach ich kurz Emulationspause. Ich mach euch kurz Musik an. Damit das nicht so schweigsam auf... Oh Gott, meine Stimme schweigt auf den Ohren ist. Kannst du auch einfach singen. Der Marcel, der ist voll lame. Der hat keine Probleme bei irgendwelchen Nuzlocks. Kriegt so gute Encounter und Shit. War das gut? Ich spiele einfach nur gut. Mhm. Das ist mal abgesehen von den paar Dingern, wo ich dann nicht gescheit aufpasse und Blödsinn mache. Also ist die Implikation, dass ich immer scheiße gespielt habe und deswegen gescheitert bin, oder was? Natürlich. Aha. Okay. Well. Mit einem Kyogre kann man schon mal rechnen. Zweimal! Ja. Da ist ein Projekt. Oh, hi. Immer. Was wollte ich gerade machen? Ja, genau. Hallo, Kiron. Ich guess, ich kann dich bekämpfen. Badges, Misc-Items, Teleport, Skill. Das ist nicht hilfreich. What? Taiko Cut. Wie hast du nochmal genau funktioniert? Ach, du bist einfach nur physisch, aber mehr Crits. Hm, na gut. Nicht ganz so geil, aber ich lerne es trotzdem mal. Was, habe ich mal, das gerade nicht gesehen? Ah, nee. Nevermind. Schade. Okay. Genau, ich sollte vielleicht mal schauen, was du für TMs lernen kannst. TMs... Braindance... Resnod kann ich dir beibringen, das ist schon mal eine gute TM für dich. Max Stats, das will ich nicht. Ich will doch nur was für Happiness Points. Smooth! Aha. Okay. Gems. Aha. Okay. Auch nicht hilfreich. Ah. Gut. Sonst auch noch nichts. Kriege Maximum Happiness Points. Happiness Points. Definiere ich mal hier. So, Fletchinder. Da kommt wieder der Landhorn rein, dann kann ich Voltwechsel machen, kann Hude nochmal einwechseln. Haha! Go to your rival's house next door to yours and go to the girl, that she will groom your Pokemon. It's a good way to raise happiness. Okana Lagos, willkommen im Stream. Welcome to the stream. Okay, and yes, Sarena's thighs save lives, I guess. Oh, in the case of the picture, it's rather unhealthy. Okay, ich muss für die üblichen Strats gehen. Gut. Okay. I hope you had a good day. Depending on where you are. Maybe your day just started, so... Bonjour. Welcome. Hi. Oh. Okay. Oh, fuck, man sieht dein Dings nicht mehr. Nein! Moment. Du-dum. Okay, alles gehört. Ja, jetzt hab ich's für 2 Minuten gesehen. Man hat nicht gesehen, wie du gecheatet hast. Ja. Ich habe eigentlich 3 Mons verloren. Ich renne jetzt ganz schnell zum Pokécenter, damit man es nicht sieht, dass ein Pokémon von mir tot ist. Ja, sowas machst du doch üblich. Das Ende hat gesagt, du massierst meine Pokémon. Bitch! Vielleicht massierst du dir was anderes.
Sag mir, dass du Single bist, ohne mir zu sagen, dass du Single bist. Mach selber die Kommentare, seid die Fresse. Ja, das ist ja was anderes. Achso. Ja. Oh Gott, mein Encounter. Wenn es jetzt Emerald Kaiser wäre, wäre Volby voll gut. Ist es aber nicht. Also okay, jetzt senkt mein Spezialangriff, dann kann ich dich wenigstens nicht so schnell töten. Upsa. Thunderwave. So. Oh, hätte ich gleich die Musik. Ach, ich hab schon wieder geschlossen. Ich bin aber auch smart. Der smartigste. Also, Strugglebug? Ich weiß nicht, macht Strugglebug immer den Angriff runter, den Spezialangriff? Nein, ist nicht. Also, zumindest hier in Red Red ist nicht garantiert. Aber ich glaube nicht, dass das immer macht. Ich glaube nicht. Ja, und danach gleich den Signal Beam Crit into. Verwirrung. Verwirrung. Into. Ja, aber, ich schlag mich selber. Into Taillow. Ja, aber gut, immerhin ist es halt nur, ne? Volbeat. Ja. Meinst du, das ist ein Bullshit? Okay, los. Ja, ja, Details. Alles gut. Könnte das schon ein bisschen gefährlicher werden. So. Es wird Zeit für Happiness Grind. Viel Spaß. Danke. Ich glaube, dafür voll die epische Musik. Okay. Ah, Moment, unser Zuschauer ist Englisch, oder? Sollen wir Englisch quatschen? Well, he was English, but he didn't write anything else, so... Hello. If you want, we can talk both, if you're still here. We can talk English or German. It's no issue for us. So let us know. In the meantime, we are going to continue talking in German, because our main audience is German-speaking. Hallo, Mase. Wie geht es dir? Besser als dir, hoffentlich. Was habe ich hier getan? Da fängt ja ein Vollbeat, ich glaub's nicht. Nein, ist gut. Währenddessen ich zapp das in die Lego. Aber ich hab's ja scheinbar nicht. Meine Mutter, dass ich das gefangen hab. Ja, das ist einfach völliger Bullshit. Wie nenn ich denn jetzt ein Vollbeat? Ich hab fucking über 100 Bälle geschmissen, Mann. Es sieht einfach, es sieht, dadurch, dass du schnell vorspielst, sieht es einfach aus, als würde ich die ganze Zeit meinen Kopf auf der Stelle drehen, ey. Knacks, 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 ey, ich bin die Eule aus irgendeinem Time. Capro, Capro, so hieß der. Ich nenne das Vollbeat Leer Rhythm. Leer Rhythm? Ja, statt Vollbeat ist es ein leerer Rhythm. So. Aber es heißt Vollbeat, Tomato, Tomato. Oh, hi, Gigalith. Oh, das hättest du auch haben können. Ja. Eins der Gesteinbodenmonster, das nicht suckt. Also nicht so sehr wie Geo. Es ist kein Bodenmon. Genau deswegen. Es war halt, wenn dich die ersten x-tausend Pokémon-Spieler dazu konditionieren, ah, okay, Kleinstands und so, ganz typisch, kann sowieso nichts. Und dann siehst du, hey, ein neues Ding, das nach Stein aussieht. Ist doch garantiert wieder Boden und dann kommt der Plot-Twist. Nein, es ist nur Gestein. Ja. Und dann kannst du noch Sandsturm, kriegst noch die schöne doppelte Verteidigung nebenbei. Spezialverteidigung. Ja. Hat sowieso schon eine höhere physische Verteidigung. Sturdy. Kann auch mal gescheite Attacken lernen. Dann nehme ich aber. Normalerweise würde ich bei Dämonen lieber den Sandsturm nehmen als Sturdy. Wobei es immer aus Team natürlich. Ja, wollte gerade sagen, also halt bei so Casual Playthrough, glaube ich, ist Sturdy besser. Wer macht denn Casual Playthrough Sandstone Teams? Ja, im 1v1 ist halt Sandsturm an sich besser als Sturdy. Konnte man auch. Weil halt allgemein mehr weg aushältst normalerweise. Ja. Wie lange muss ich hier rumradeln für das Vieh, ist meine Frage. Auf ewig, auf ewig, auf ewig. Wenn du willst, kannst du kurz nachschauen, Radical Red Grooming, während ich hier rumrade, ob ich irgendwie massieren kann oder so. Und ich weiß, Grooming ist ein sehr seltsames Wort, aber leider benutzt man das dafür. Oder halt Radical Red Happiness, irgendwie sowas. Weil wenn es halt eine Stadt gibt, wo ich für Massage bezahlen kann, würde ich das auf jeden Fall tun. Oder gab es nicht auch irgendeinen Dude in der Original, der sagt, wie glücklich deine Mons sind? Aber wo
war der nochmal? Oder sie? Ich weiß es nicht mehr. In Cerulean City. Da ist die Person. Ja. Moment, Cerulean City, da kann ich doch hin. Cerulean City. Das ist halt die vierte Stadt. Die zweite. Ah, stimmt, die zweite. Celadon war die vierte. Genau, ja, die Namen sind irgendwie ein bisschen. Aber ich sehe da jetzt nichts, was irgendwas zu dem anderen sagt. Na, wenn nicht, muss ich halt bei ihr halt immer nachschauen. Das ist auch eine alte Schrulle. Hey, bezahl meinem Mann Geld, damit du das Bohnenei kriegst. Oh, danke, dass du ihm das Ei abgenommen hast. Kannst du es ihm zurückgeben? Ah, hey, ein Groomy Boy. Ah, der macht das? Ja. Dann passt ja. Dann brauche ich nicht weiterschauen. Peace, come back tomorrow. Oh nein. Er macht nur einmal pro Tag. Warum? Aber irgendwie ein PC, der sagt, ah, hier ist Happiness. Ah, direkt nebenan. 204? What? Geht das auch in anders? Moment. Was ist denn mit Vika? 255 dürfte das höchste sein, nehme ich an. Ich schau mal kurz. Ich nehme es an, ja. 206. Ich habe andere Mons nicht. Aber warte, stopp. Ich glaube, das ist auch 205. Ja, okay. Oh, das geht ja schnell. Castle Crashers, ups. Castle Crashers Musik. Großartig. Immer noch ein Spiel, wo ich wünschte, dass sowas wie Randomizer oder irgendwie sowas gewesen wäre. Ich würde es halt so gerne wieder halt erneut spielen, aber Hardmode alleine ist halt nicht genug. Nicht? Ne, ich hab's halt vor allem halt schon gespielt, aber halt irgendwie so. Das ist halt eins dieser Spiele, wo ich einfach wünschte, es hätte irgendwie 10.000 extra Modi, Mann. Es gibt halt Spiele, die machen extrem Spaß, aber du kannst halt auch nur so viel machen. Ich meine, es gibt ja auch schon viele Spiele, die ich mit irgendwelchen sehr verrückten Challenges gespielt habe, damit das halt alles, damit es halt eine frische Erfahrung ist, aber. Wow, er macht Sunny Day, Rain Dance, Hagel. Hast du irgendeinen Angriffgeistform? Es hat fashion-orientiert, wollte jetzt auch nur seine tollen Outfits zeigen. Ich schmeiß mal einen Panda auf ihn drauf. Ach, die Fans lieben so sehr, sie wollen mich gerade knuddeln. Oder essen. Ah. Aber ja. So. Odin ist schon auf Level 30 inzwischen. Yay. Weil ich mache mir jetzt noch ein zweites Sivali. Und das wird aber halt die Elementardinger. Oh, das dauert doch. Du weißt, war 206 zu 216, glaube ich. Also geht das auch recht flott. Das eine hat ja halt mit dem normalen Angriff und so ein Schissel und nicht gerade Feuerzahn. Und das andere, dem bringe ich halt die Elementarhiebe, Bisse und wahrscheinlich Psycho-Biss bei. Damit ich halt einen so einen habe, der einfach viel abdeckt, weil er kriegt halt immerhin auch seinen guten Wert davon was. Nicht wie Tonupto. Und das andere Sevalli ist dann halt mit dem präziseren Boss-Set. Ich meine, theoretisch kann ich auch beide für Bosskämpfe dann aufs gleiche Set hauen, aber so habe ich halt schon viele verschiedene. Wieso? Ich meine, ich kann nichts dafür, dass ich da einen Dupe kriege. Und Dynamax habe ich halt nur eine Chance. Stimmt. Ist sowieso erstaunlich, dass Sevalli sich mit dem ersten Ball hat Probleme fangen lassen und der ganze Rest nicht. Tja. Ja, irgendwann nehme ich diesen Counter mit Versuchs halt. Weil oben auf der Brücke war ja schon das Mammut-Hill auf 31, wo ich denke, ja genau. Sonst stimmt, hier war es ja nicht dieser Safari-Zone hier, oder? Doch. Ist es. Catch me if you can. What? Gibt es hier mehrere Zonen, ist die Frage. Ja, aber ich glaube, hier gab es halt nicht diesen, Du weißt nicht, wo es anfängt und endet. Nee, gibt's keinen Timer, Freund. Ah, okay. Das ist ein bisschen lame. Ja. Ohne TM. Gott, diese alten Leute, ey. Warum sind diese japanischen Klischee-Typen im 40er-Jahres-Spektrum? Die Musik gerade so epochal, wie ich auf einem Rad hin und her radel, ey. Hast du mal versucht, Fahrradtricks zu machen? Ihr nicht? Ja. Jein. Also auf die Fresse packen zählt nicht als Trick. Ich habe mich so auf dem Fahrrad auf dem Mittelteil stehen, während ich gefahren bin. Das habe ich gemacht.
Also auch Hände weg vom Lenker? Nee, die Hände waren weiterhin am Lenker. Achso. Ach, guck mal, das kleinste Beil auf der Welt. Nein, so, nein, es ging ja noch kleiner, ich war Generation 7. Mhm. So ein Quark, ey. Vor allem dann schwebt es nicht mal mehr, sondern ist einfach auf dem Boden, ey, und trocknet aus. Super traurig. Das war cool in der Nacht. Beim Update. Ja, beim Update. Wofür nochmal viel extra Geld zahlen, du weißt nicht, schon ein Release 60 Euro kostet hat mit Kommen halt. A fucking Level 80, weil das einfach mega riesig war. Das ist schon cool. Das ist immer noch cooler Content, aber ich will sowas einfach nicht unterstützen, so eine Praxis. On-Release war dann nichts für Vollpreis. Aber Leute kaufen es halt, deswegen müssen die halt nichts anders machen. Da können sich News-Outlets beschweren, wie sie wollen. Leute kaufen es. Ja. Und das, sag ja, Pokémon hat auch nicht umsonst den größten Umsatz gemacht dieses Jahr. Ja, und Leute so, oh, das ist so technisch Limitierung, Begrenzung, reden irgendeine Scheiße über die technischen Möglichkeiten der Switch, wofür sie keinen Dunst haben, weil, was ist ein Game Designer? Jemand, der gerne Videospiele spielt und sich darüber beschwert? Das reicht scheinbar. Hm. Und einfach nur solche Kack-Kommentare und dann so, ja, das ist voll unterstützend wert, ey. Man muss ja einfach nur Breath of the Wild schon hernehmen. Also, wenn du jetzt den Vergleich zu Legend of Arceus willst, dann schneidet Breath of the Wild deutlich besser ab. Da war ein kompetentes Team dahinter. Ja. Ach so, okay. Ja. Okay. Von wegen, dass halt nicht mehr möglich war mit Legend of Arceus. Breath of the Wild? Und Breath of the Wild ist auch noch nicht an der Grenze der Switch. Ja. Die Sache ist, Leute sagen, oh, die Konsole, die ist ja voll schwach. Ich habe mit meinem Sivali. Die Konsole ist ja voll schwach und bla, blups und... Wait, what? Oh, er lernt einfach auf Level 30 Multi-Attack. What? Hm. Holy shit, what? Ich lerne das auch einfach bei Level Up. Ich meine, ich könnte das bei Entwicklung. Ich könnte das Multitech drauflassen. Die Sache ist, Donnerzahn und Eiszahn decken ja recht ähnliches ab. Also auf jeden Fall werde ich Feuerzahn rauf tun. Ist die Frage, ob ich Psychozahn rauf tue. Ich habe einen Wailord. Ey. Jetzt brauche ich nur einen Relikant, dann kann ich die Regis fangen. Jedenfalls, Leute sagen ja so, ja, die Switch ist ja voll schlecht und so. Guck mal, diese ganzen Spiele ruckeln und laggen. Und das hat in den seltensten Fällen irgendwas mit technischer Limitation zu tun, sondern mit Optimierung. Mhm. Mein Go-To-Beispiel, dass halt auf meinem Rechner, also einfach, weil auch Technik, eine Konsole ist nichts anderes als Rechnerteile, die CPU halt meine Schwester grafische Komponente ist. Und manche Spiele kann ich trotzdem auf den höchsten Einstellungen rocken und die sehen extrem gut aus, laufen auf 60 FPS in Effekt Inferno, halt Warframe. Gut, zur damaligen Zeit Vindictus, als mein Rechner keine einzige Mindestanforderung erfüllt hat, lief trotzdem problemlos. Aber sowas wie halt die Warframe zum Beispiel, kann ich halt problemlos zocken auf dem Ding. Und dann hast du aber halt Monster Hunter World und Rise, die einfach technisch nicht für schwächere Systeme optimiert sind. Wo ich mich frage, ja, das sieht zwar eventuell alles ganz hübsch aus, aber warum brauchst du denn zum Beispiel 1,8 Baseline GPU? Warum? Das ist überhaupt nicht nötig. Das ist halt immer alles eine Frage der technischen Optimierung. Halt zum Beispiel Hyrule Warriors und Age of Calamity. Age of Calamity lief wie Scheiße im Verhältnis. Ich meine, Hyrule Warriors hat das auch das Problem, dass die Konsole halt überhitzt ist. Da kam es halt schon an der Grenze. Und der Switch-Port ist einfach unoptimiert für die Switch. Deswegen hat es dort technische Schwierigkeiten. Aber Age of Calamity lief einfach wie Scheiße. Obwohl es weit unter der Power blieb bei der Switch, weil es halt auch nicht optimiert war. Aber nein, stattdessen ist ja eindeutig, ja, die Switch, die ist ja auf dem technischen Stand wie die PS2. Da kann man von diesen Arceus und Generation 8 nicht mehr erwarten. Hier sind 60 Euro übrigens. Entschuldigung, war jetzt ein etwas längerer Rant. Alles gut. Manchmal hasse ich einfach Menschen. Da komme ich nicht hoch, okay. So, Firefang. Die Sache ist, Psychofang trifft Gift. Ist mir relativ Wayne. Kampf, ja. Aber die Sache ist halt, Multi-Attack ist halt Base 180. Psychofang und sowas ist ja alles Base 75, glaube ich. Keine Ahnung, irgendwas so in die Richtung. Oh Gott, was hat das für ein Riesenmon? Jetzt muss ich gleich im Gras ein bisschen rumrennen und schauen, was das für ein Mon war. Ja, ich hätte es auch gern gesehen. Hab ich da gerade. Also hast du jetzt eigentlich einen Encounter gemacht, oder? Ja, Wailord. Ach, das war dein Encounter? Ja. Ah. Jetzt habe ich schon wieder nicht nachgeschaut, wie viel Stärke das Ding hat. Weil die Sache ist. Hallo, Hydropi. Psychofang ist halt. Ich meine, man kann das Argument bringen, dass ich ja trotzdem Multitech einfach für alles benutzen kann, aber.
85 hat das sogar. Warte, die Normalen haben 65, Psychofang hat 85 und 100. Und es destroyed Light und Lightscreens und Reflect. What? Okay. Psychic Fang, nicht verkehrt. 85 Effektivität ist dann 170. Ist etwas schwächer als Multi-Attack. Aber Swampert-Hide. Interessant. Ich hätte hier einen Hydropi fangen können. Ich finde hier einen Swampert-Hide. So, jetzt die Frage ist, was ist besser, coverage-technisch gesehen, jetzt gerade für ein reines Normalmon? Eisfang oder Thunderfang? Wahrscheinlich Eisfang für Gesteins. Ja, für Bodenmon ist halt auf jeden Fall. Für Bodengestein. Warte, ist Gestein? Nee, wir haben doch etabliert. Nein, Gestein ist nicht schwach gegen Eis, haben wir doch etabliert. Ja, deswegen sag ich ja Bodengestein halt. Wenn dann. Ja. Bei Gestein kann ich halt sowieso nicht. Viele Gesteinsmon, die halt auch Bodentyp sind. Ja. Jetzt haben wir Jesus und Big J. Jesus hat generell so viel Encounter. Ah ja, klar, du hast kein neutrales Wesen, deswegen hast du mehr Speed, aber schlechte Verteidigung. Aber du hast auch Battle Armor und das ist das Wichtigste. Battle Armor so gut. Stimmt, deswegen hätte ich bei dem Arena-Kampf gar keinen Quiz riskieren müssen. Oh, übrigens, als Sivali einfach mal die Scald von. Oder irgendwas anderes. Dem Ziehstrahl von Alola Raichu weggesteckt hat. Da dachte ich ja, ich hatte noch den Lightscreen draußen. Nee, Wilson ist ja vorher gestorben. Das heißt, sie war halt einfach von dem Ziehstrahl von Alola Raichu irgendwie 30 Schaden kassiert. Da war ich dann sehr erstaunt. Die meisten Items hier, vor allem die Tems, kann ich nur mit einem Dingesrad finden. Oha, was? Kunstbike wurde mal relevanter gemacht? Ich glaub's ja nicht. Moment, wobei, Aerial Ace zwar nice, aber ich hab Pluck. Ich glaube, Pluck ist besser. Was ist denn das hier vom Mons? Bichu. Ja, das eine ist ein Zoroark. Ach so, das sind irgendwelche Schatten. Das eine ist die zweite von Brokkoli gedüngt, glaube ich. Ich erkenn's halt nicht so gut. Das ist halt bei mir extrem klein. Das ist Rihorn. Ist das Meister? Simon. Ja klar, Simon. Ich dachte, das Meister doch, aber nein. Aber das in der Ecke. Ist das die zweite von Kiesling? Ich erkenn's halt nicht. Das ist klein. Das ist ein Pichu. Und dann ist hier noch eins. Oh, stimmt. Du hast recht. Oh, was? Das hier kenn ich leider gar nicht. Es ist klein bei mir. Ich kann's nicht erkennen. Ja, ich auch nicht. Was war dann das Riesenvieh? Zoroa? Wahrscheinlich. Eventuell. Oder wenn ich hier rübergehe, kommt noch anderes. Wollen wir mal kurz schauen. Vielleicht gibt es ja doch andere Areale, weil Wylord wurde ja zum Beispiel auch nicht angezeigt. Ich könnte Switchcore haben mit Jesus und Vogel. Ich habe den Namen auf der Pfanne. Was ist mit den Pungo und Namen passiert, die man noch sich einfach merken und aussprechen konnte? Ah ja, es kommen also hier auch andere Mons. Moment. Oh, warte, perfekt, ich kann jetzt da hinfliegen, oder? Ja, ich kann zu Rock Tunnel fliegen. Nice. Oh, so ein guter Track, ey. Am liebsten würde ich einfach so die ganze Musik wieder laufen lassen, statt in-game. Ich glaube, es gibt zweimal hier den Pflanzenstarter. Oh, das Brigaron. Und das daneben. Nee, das hier ist ein Fifian. Das ist Aquaqualib, glaube ich, rechts von. Ja, das hier ist ein Aquaqualib. Das ist ein Mudkip, das haben wir ja schon gesehen. Und das ah, Kanivana ist über dem. Ah ja, über der zweiten Entwicklung, das ist Kanivana, glaube ich. Nee, das ist Fifian ist das. Ja, Fifian. Aber das unter Aquaqualib erkenne ich nicht. Schneckmann? Nee. Ich sehe es halt nicht, es ist so klein. Ist ein bisschen rundlich, aber keine Ahnung. Das könnte Schneckmark sein. Nee, Schneckmark ist es nicht. Es ist nicht so rund hier. Ich erkenne es halt kaum. Ja. Achso, erstmal wieder sichern, bevor was passiert, ne? Das Übliche wieder. Falls jemand sich für den Soundtrack interessiert, Castle Crashers. Sehr zu empfehlen, der Soundtrack. Und auch generell es mal zu spielen. Kriegst du ja eigentlich für einen Appel und eine Birne. Ich hab's schon gespielt. Hast du? Ja. Und wie fandest du? Hast du alleine gespielt oder Multi? Ich hatte jemanden, mit dem ich es gespielt hatte. Oh ja, das ist die viel bessere Erfahrung. Ich hab beides. Multiplayer ist auf jeden Fall die beste Erfahrung. Wobei es im Singleplayer erheblich schwerer ist und nicht nur, weil du alleine bist, sondern wenn du halt dort einmal K.O. gehst, dann bist du komplett K.O. fürs Level. Ja. Deswegen ist dort Blocken auch wirklich relevant. Und Item-Management wird auch ein bisschen relevanter. Okay, es wird Zeit für Jesus zu zeigen, was er drauf hat. Wait, what? Er will nicht kämpfen. What? Na, gegen den hast du schon gekämpft. Warum bist du nicht mein Encounter gewesen? Gegen den Trainer ganz am Anfang hast du schon gekämpft. Nein, hab ich nicht. Doch. Oder? Oh, du hast recht. Oh, du hast recht. Tatsache. Natürlich habe ich recht. Nein, hast du nicht. Ich habe immer recht. Nein, hast du nicht. Nein? Warum konnte ich nicht... Mosquito, schon zweimal die Chance gehabt.
Ich kenne einfach keine Ultra-Bestien. Oder Bestien sind mir verwehrt. Ja. Oh, ich hätte auch Nerfboy haben können. Defki. Kingdom Hearts. Nein, Moment, komme ich da hin per Treppe? Vorbeigelaufen bin ich nicht, gab keinen anderen Weg. Glaube ich. Moment, jetzt vertraue ich mir selber nicht. Oh Gott. Alter, Encounter-Rate in Höhen. Hast du nicht Repels? Ja, aber die kommen auch stellenweise auf 31. Achso. Ich wünsche mir mit Sonnenbons direkt alles überleveln. Was ergibt Sinn? Außer dem Level Cap. Ja, hier ist das Item. Okay, ich war einfach noch nicht weit genug gelaufen. Erscheinen Shiny! Ich nehme dich auch! Ich meine, ist nicht so gut in der Nuzlocke. Ich meine, viel Schaden, aber hält halt nichts aus. Aber es ist cool, ich mag Maskito. Für so scheint es sehr viel aus. Speziell hält es nicht viel aus. Ja. Wenn wir mal den Waifu-Faktor ignorieren, dann ist Maskito mein Lieblings-Ultra-Beast. Wurde lernt Genesung, I guess, warum nicht? Was ist dein Lieblings-Ultra-Beast? Schwer zu sagen, ich bin tatsächlich nicht ein Riesenfan von allen von denen. Du musst ja auch nicht von allen ein Fan sein. Aber irgendeins von denen ist doch am meisten. Ich bin jetzt eher weniger Fan allgemein, ich mag eher viele nicht. Okay, welches von denen magst du denn am meisten, auch wenn du es generell nicht so sehr magst? Ja, ich bin gerade am überlegen, wahrscheinlich Katana dann. Ice Fang Fire Fang. Aber es trifft nur einfach effektiv. Das ist für Multi-Attack. Das ist ja mega kein Gestein ist, ey. Ich hätte es gut gefunden. Ich mag sie halt einfach vom spielerischen Designpunkt her nicht so. Das ist das Problem bei mir. Wegen Beast Boost oder was? Einmal wegen dem Beast Boost und weil halt die Statuswerte so hoch sind. Ja, das hat halt andere Sachen so schlecht, aber andere Sachen sind halt wieder so hoch. Aber da gibt es noch Schlimmeres, die sind ja inzwischen auch gepowercreeped. Jein, also es sind immer noch genug Ultra-Bestien, die immer noch ganz weit im Ober sind. Ja, aber wir haben immer noch Regiliki, wir haben immer noch diesen Scheißhund und sonstigen Kragen. Also, nur weil die gut sind, mache ich das Ding zuvor, weil wir haben noch Schlimmeres kassiert. Das stimmt wohl. Wobei Regiliki immer einen 1-2 Nachteil auch hat. Ja, aber es gibt einen Grund, warum so viel gespielt wird. Ja. Aber der größte Nachteil an Regieleki ist halt einfach, dass wirklich nur Elektro Sachen kann. Und also, Explosion. Konnte sich irgendwelchen Support gedöns? Ich weiß nicht. Nicht wirklich. Das ist halt das Ding, es kann halt tatsächlich wirklich fast nur Elektro-Attacken. Also was Schaden angeht, kannst du nur Elektro. Ja, aber sonst ist es extrem guten Schaden und Elektro ist jetzt nicht so vergessen von. Der, aber du kannst halt einfach mit einem Mon auskontern, was halt einfach sagt, hallo, ich habe ein bisschen Verteidigung und ich bin ein Bodentyp. Ja, das ist halt, ja, das ist aber halt die Sache. Das ist. Wow, Geo, was du siehst, aber sehr ungesund aus. Das ist halt die Sache. Wenn ein Mon in der Meta dafür sorgt, dass du ein anderes Mon von spezifischen Typus oder Fähigkeit oder Set mitnehmen musst, dann. Ja, das ist ja wieder das andere, ja. Das war wenig Schaden. Oh, Self-Destruct. Aber Bodentypen sind ja weiterhin nicht komplett unnütz. Also, nein. Die werden ja weiterhin noch gut benutzt. Ja, gut, aber das Meta ist ja vier Mons kannst du ja nur mitnehmen. Von daher ist das halt schon ein bisschen scheiße für Teambuilding. Auch wenn Bodenmons nicht verkehrt sind. Meinst du jetzt im VGC, meinst du? Ich weiß nicht, wie gut es im Single ist. Ich weiß halt nur, dass Assassin und Regilek und sowas im VGC halt komplett demolieren. Also ich habe jetzt die letzten Sachen nicht so viel Regilek tatsächlich gesehen. Ich habe tatsächlich andere Sachen gesehen. Ich meine, bin ich komplett auf dem Puls darauf, weil so sehr interessiert mich das nicht. Ja, so sehr interessiert mich VGC halt auch nicht, deswegen kriege ich nicht so viel mit, aber ich meinte, ich schaue halt immer mal wieder bei Wolfie und sowas rein und der macht immer mal neue Sachen und ich sehe eigentlich seltener Regieleckis momentan tatsächlich im VGC. Im Single ist es mega gut, weil du hast halt mega krasse Sachen wie Voltwechsel und so ein Zeug noch. Ja. Es ist natürlich auch im Multi gut, weil es halt Elektronetz hat, womit sie den Speed von allen senken kann. Ja, das war der Support-Move, den ich aber es ist halt trotzdem Elektro-Move, das heißt, Bodenmons sind halt immer noch immun dagegen. Und es gibt halt andere Sachen, wie du drumherum spielen kannst. Ja, es wird für alles geben, aber es kommt nicht darauf an, ob es Counterplayer ist, sondern was das Counterplayer ist. Ja. Das Counterplayer gegen Regideki ist, greift es physisch an und es stirbt. es kommt halt immer auf die Teambildung. Muss Sachen, aber auch jemand sein, muss aber auch wer sein, der das machen kann. Weil. Ja. Die Sache ist halt, im VGC würde es Sinn ergeben, wenn du halt vermutest, dass er für Volt Switch geht und dann auf diesen Slot einen
Boden reinpackst, weil dann kann ein anderes Monster... Mythisch machen sie fast keinen Voltswitch. Also da wechseln sie tatsächlich seltener mit Voltswitch aus. Ja, aber ich meine halt nur, dass halt, weil wenn es im Single ist und du gehst für irgendeinen Switch, dann ist ja wurscht, weil du hast sowieso die freie Wahl zum Auswechseln. Und selbst wenn du drin bleiben könntest, selbst wenn du drin bleiben könntest, solange du nicht irgendwie Boden bist und er irgendwie aus Fail Voltswitch drückt, machst du nicht viel. Wo ist halt, gibt's ein Item, was du tragen kannst, was du solch das Gegner nicht wechseln kann? Ich bezweifle es. Nee, gibt's nicht. Hallo Tortag. Psch, 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 psch. Usa. Counter-Rate, ey. Oh, hallo, dich hätte ich auch haben können. Ich hätte jemanden mit Drachentanz haben können. Naja. Soll ich ja nicht sagen. Da. Hallo, Gigalith. Erneut. Du warst der hier so rumgeschrien hat. Ah. Castelliakon. Damit kannst du ja irgendwas entwickeln. Ah nee, das war für, Regigas in... Ach, so dumm, ey. Ey, jetzt kannst du Regigas holen. Das wurde aber im Medizin-Pocket gelegt. Ja, na, die Sache ist, ich hab dir auch das Video verlinkt gehabt, wie du an Dingens kommst. Regigas. Ach so, das war, dass du da dieses komische Item dann brauchst. Ja, genau, dass du ein Regi-Eis mit einem Spitznamen haben musst, der irgendwie Eis oder so beinhaltet. Das darf nicht Regi-Eis sein. Also Regi-Eis sein. Regi-Eis ist zum Beispiel okay. Und dem musst du halt ein ewiges Eis oder halt ein Castellio oder sowas halt zum Tragen geben. Okay. Deswegen, super weird. Und dann taucht's auf. Mhm. Oh, hallo. Das Mirror. Was ist gerade mit meiner FPS los? What the fuck? Fanny, hast du schon länger keine mehr gespielt? Hast du schon länger keine mehr gespielt? Was keine mehr gespielt? Mal FPS. FPS? FPS. Ach so. Ja. Wo ist der Gute für? Stimmt. Aber entweder haben die einen scheiß Netcode oder irgendwelche anderen Quellen. So, einmal bitte healen. So, die Frage ist, bleiben wir jetzt einfach mal bei meinem Team oder sagen wir jetzt scheiß drauf und wir machen uns in ein mega krasses Uber-Team? Musst du entscheiden. Deine Bedingung dafür war halt randomizen. So wie jetzt gerade der Randomizer läuft, ist das ja nichts. Noch Megastein. What? Hallo? Oh, da sind Terrakion. Ja. Oh, die hätte ich auch haben können. Schön, Rillaboom ist auch irgendwie ein Menace in vor allem VGC. Das weiß ich. Wegen Grasfeld und seinem Gras-Dash-Gedöns hast du nicht gesehen. Ja, Resi Glide. Genau. Oh, hi, May. Los, May, hol das Kyogre raus. Da kann ich jetzt auch haben können. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade, als die Kamera so hochgependelt ist zu den Bäumen, habe ich gedacht, da steht irgendein riesen Pokémon. Okay. Heracross, wow, gibt's hier Mons. Holy shit. Aber ich bin Level 32, ich kann Repels benutzen. Ja. Designer Lawrence. Oh, der hat mir die Kamera sogar noch hochscrollt extra. Dang, Bro. Level 37. Ja, das ist ein bisschen höher. Explosion! Nein.
Oh, Drachenstahl, das ist, oh, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das ist extrem schlecht, sehe ich gerade. Damn, Drachenstahl ist gar nicht so eine schlechte Kombi. Blockt Eis, blockt Fee. Nee, ziemlich gute Stamm-Kombi, ja. Blockt das Drachen, blockt es jede Schwäche? Nein, das Boden. Wow, Warte, das war's, oder? Und Kampf. Ich hab was mit Kampf, wenn ihr es war. Wenn jetzt Drachenklaue kommt, habe ich ein Problem. Beitrag. Oh, Hohenklaus. Okay, ist kein Drachentanz, aber es ist nicht so gut. Ein paar Schwächen sind halt aufgehoben und dafür. Neutral. Oder ein paar Resistenzen sind wieder neutral. Also ja, aber zu dessen. Aber halt, ziemlich viele Schwächen sind weg. Auch wenn du für ein paar Resistenzen verlierst. Ja. Breaking Swipe. Oh, ist eine Drachenattacke. Meine Attacke sägt da auch noch dabei. Ja, hervorragend. Fungus. Fungus, Amungus. Oh, Duraludon scheint ziemlich nice. Warum kannst du nicht mein Encounter werden? Naja. Ist vor allem auch ziemlich schnell. Und hat tatsächlich beide Werte nicht mal so schlecht. Viele spielen zum Beispiel mit Draco-Meteor und dann physischen Angriffen. Ja klar, warum nicht? Ja. Oder andere spielen es halt mit Sachen wie Donnerblitz, weil es halt ziemlich gute spezielle Coverage hat. Ja, quasi Nidoking. Oder zum Beispiel auch mit Body Slam, mit, nicht Body Slam, mit, na? Risikotackle? Nee. Siehst schon irgendwas mit Body. Body Press? Body Press, genau. Ah. Weil das stärker wird, desto mehr Verteidigung du hast. Und das Ding hat relativ hohe Verteidigung, das heißt, es macht damit einfach auch schon guten Damage. Ja. Das heißt, du kannst halt letztendlich auf drei verschiedene Werte ausweichen. Auf deinen Verteidigungswert, auf deinen Angriffswert oder auf deinen speziellen Angriffswert. Das ist ganz interessant. Plot Twist, du spielst das Mix. Tadam. Dann kannst du auch noch als Support spielen, indem du es einfach noch defensiver spielen lässt. Dann halt Sachen wie Tarnstein und sowas kannst. Das kann halt immer noch ein Draco-Meteor einfach können, weil fuck it. Dafür brauchst du keine großen Investments, damit ein Draco-Meteor wehtut. Warum hat sie lauter Mons, die einfach schwach gegen Flug sind? Ich will aber mit meinem Yelvis gerade nicht wirklich drin bleiben. Weil sie meinen Run gesehen hat und dachte, oh, das sieht voll lustig aus. Hoffentlich begeht mich nicht zwei Entails. Na gut, der Corsola wäre immer ein Konter gegen Entail und Flugmons gewesen, aber ja. Konter, jetzt bleib mal ganz ruhig hier. Konter ist ein großes Wort. Nicht mit Unlichtattacken. Ah. Mein Unlichtmon hat auch keine Unlichtattacken, fällt mir gerade so. Es könnte Fireproof haben. Aber es ist halt physisch auch ziemlich defensiv für Ava. Ich kann ja da jetzt nicht testen, ob Levitate hat und möchte es auch eigentlich nicht testen, dass ich könnte. Faint Attack. Reicht das? Nice. Oh. Der Hail stoppt. Oh, perfektes Timing. Nice. Das war ziemlich spooky. Okay. Mich wundert es aber tatsächlich, dass sie noch nicht voll entwickelt war mit allen Mons. Weil ich habe es eigentlich irgendwo zwischen 35 und 40 eingestellt. Ja, aber... Also wird das wahrscheinlich jetzt die Benchmark sein. Deshalb jetzt dann nur noch entwickelte Mons kommen ab 37. Ach, deswegen haben die Stellenweise noch so low ist. Ich stelle es immer auf 30. Ich habe extra so auf 36, 37 gestellt, weil halt einige Mons sich später entwickeln, einige eher. Deswegen habe ich gesagt, ich denke mal, das sollte gut passen. Niemand merkt. Ja. Warte, was ist da hinten? Ach, der Start, okay. Moment. Okay, jetzt hat Trümmerer. Und da steht bei Terrakium, Mann. Hm. Oh, wenn ich die. Nee, das war ja von Falken, hatte ja Ding ist der Trümmerer seinem Vieh beigebracht. Deswegen. Ich glaube, es gibt nichts, was der Trümmerer von selber lernt. Inzwischen. Und das werden sie auch einfach anpassen, von daher. Das stimmt. Warum müsst ihr mich alle sehen?
Gen 8 können es tatsächlich ein paar lernen. Und zwar? Gala Porenta kannst du auf 15 lernen, Gala Zapdos kannst du auf 5 lernen, Hydropi kannst du auf 6 lernen, oder? Oh, da würde ich ja jetzt schon gerne mal den Stresstest machen, da ich mir kurz, weil ich kann ja im Vertania-Wald kann ich. Nee, das war ja eine der anderen Runs, korrekt? Ja, das war eine andere. Priolo lernt auf 20. Ah, es gibt sogar ein paar andere. Pepe, Tukanon kannst lernen auf 1 und 9. Wer? Tukanon. Oh, dann muss ich mal nachschauen. Tektas, Quatermark, Krabbel, Pampuli, Aspampros, Regigigas, Caradonis. Oh, du hast Rockhead. Du hast keinen Schaden genommen. Oh, nevermind. Duraludon könntest du lernen. Muss ich ja schauen, ob Tukanon das hat. Wenn ja, dann könnte ich mir einfach versuchen. Keine Ahnung, 50.000. Ich könnte zumindest Megasteine holen, ziemlich früh. Ja. Auch wenn ich wahrscheinlich, auch wenn ich glaube, kein einziges Mon habe, was eine Mega-Entwicklung hat. Oh, jetzt der Rillebloom. Was für spezielle Normalattacken gibt es, die nicht schwach sind? Es gibt Aufruhr, was muss der dann mehrmals ineinander benutzen? Hyperstrahl. Ja, okay, gut, das ist auch Two-Turn. Gibt es irgendwelche speziellen Normalattacken, die man einfach so nutzen kann? Sowas wie ein Stärke, Body Slam nur als speziell? Lass mich kurz überlegen. Triplette. Stimmt. Ich glaube nicht, dass er das lernen kann. Kanon gibt's noch, aber das muss man auch mehr Mons benutzen. Ja gut. Oh. Okay, es gibt halt auch nicht so viele spezielle normale Mons, ist so das Ding. Ja. Ah, hallo Rockslide! Hallöchen, Popöchen. Rockslide. Oh, hat immer noch 90 Genauigkeit. Nein! Warum? Sunstone und Charizide Y. Ob ich so dieses Mal hinbekomme, einen Glurak mit Y zu bekommen, ist ja voll Nein. cool. Oh, du kannst nicht Brickback lernen, was? Wie traurig ist denn das? Oh. Na gut. Metal Cold, Relic Gold, Max Revive, Toxico. Helix Fossil. Dich habe ich definitiv noch nicht. Hey, wieder Dynamax, ich glaube nicht. Den Duskstone hatten wir auch noch nicht. Wir kaufen uns mal einen, das ist mal eine Arm. Duskstone! Nein! Koblenz. Ach, Scoblenz, ich habe da Koblenz verstanden. Kopiumlinse. Ja. Oh hey, perfektes Matchup. ATMs, okay. Focus Blast, Fire Blast, Hyper Beam. Okay, Dealing kann Metaclaw lernen. Okay, ist ja den Attack Boost natürlich, aber what? Warum kannst du Metallklaue lernen? Oh, schon mal so einen Hufe abbekommen? Das ist keine Klaue! Ich verkaufe mir weiter nur das Zeug, ja. Bischarb. Okay, das sind doch keine Steine gut. Hier. Wie die alle mit Stahl und so unterwegs sind, Mann. Ah ja, stimmt. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Oh, wenn ich die Kampfdiskette wäre, das ist so gut, ey. Ich bin ja jetzt in der Stadt angekommen. Das heißt, ich kann ja jetzt mal nach Rustboro zurückfliegen. Rustboro! Und da jetzt meine zwei Fossilien. Oh, Defiant. Natürlich. Nett. Ja. Ach, die Feier, nicht die Fiedest. Never mind. Ey, die Hyrule. Fick dich. Hast du ihn gekillt oder was? War ja. Das ein Encounter? Nein, ein Trainerkampf. Ich bin immer noch in der Höhle. Ne. Encounter, du hast Träume und Hoffnungen. Ich weiß nicht, weil dann so gesagt, fick dich. Na, warum nicht? Das hätte dann in dem Moment auch sein können, dass es. Ah, okay, das eine war Liliep, also Palkia.
Ah, okay. Das wird fossil. Der Switch, oh. Get fucked. Helix fossil. Floyd. Noch ein Dupe. Ah, okay. Das eine ist jetzt das AZ Floyd, das wäre ganz witzig. Ja. Was? Tangros Plug? Das. Ich. Die muss jetzt könig legit sein. Das hört sich nicht so gut an, ne? Was ist bei dem Trainer passiert? Tja. Bugbite. Das kann alles nicht richtig sein. Außer sie haben es abgeändert. Rock Slide. Das könnte. Nee, es ist ein normales Fluid. Da kannst du beide gleich freilassen. Release. Ich meine, das ist wenigstens ein Dude, den ich halt auch behalten kann. Achso, hast du auf einer Route das andere gefangen oder was? Ja, das hier habe ich gefunden, das Fossil. Das war ja was anderes. Und das andere Ding habe ich gefangen auf einer Route. Ah, ich sehe gerade, die noch anders. Achso, das andere ist bei mir, das andere ist okay, dann. Ja, okay, das ergibt Sinn. Dragonclaw! Let's go! Nice. Mach's gut, Dual Chop. Es war kurz und es war fast schon schön. Der Double Crit war nice. Nice. So, dann haben wir die nächsten zwei Encounter. Mit Mountpire und die Route, die da noch ist. Also die Magma versteckt, meinst du? Nee, Mountpire, ich hab gerade an Dingens gedacht. Das Magma versteckt kommt später. Wow, jetzt habe ich auf deinen Screen geachtet. Nein! Das heißt, wie es mir immer ging. Ja. Oh hey, Floet. Ah stimmt, ich habe ja Grassnot. Oh, das ist ja gut. Du bist nämlich nur Fee. Steering. Oh, ich bin schneller. Wow, wie langsam ist denn Floet bitte? Das hat nicht gereicht. Floet ist ziemlich langsam. Ist das ein Encounter? Nein, nein. Nein, okay. Mein Encounter hier war immer noch das Vollbeat. Dragonair. Oh, Dragon Rage. Ich guess, ich kann mir jetzt wieder den Alakamanazid reinschmeißen. Das könntest du theoretisch tun. Weil ich jetzt auf Level 33 bin. Jetzt kann ich einfach nur den extra Damage gebrauchen, weil ich jetzt selber kämpfen kann. Okay, das hat ein bisschen gedauert. So, machen wir es mal ein bisschen schneller. Tja, wenn du Recovery Moves hast, dann ist Strength Rage scheißegal. Also, Yangmo. Mega Evolution! Einfach mega Alakazam. Ich meine, immer in später Generation, wo Alakazam nicht mehr ganz so in Busted hier ist, aber das Essen. Mhm. Und dann dachten sie so: Mann, Verfolgung ist ja voll der scheiß Move, entfernen wir ihn mal. Dieses blöde Blastoise jedes Mal ein Protect einsetzt. Nimm sie nicht? Es versucht sogar einen Doppel-Protect. Bitch, lass mich dich auflöffeln. Danke. Okay, das hast du gerade gesagt. Ach, die Höhle ist immer nicht vorbei und ich muss gegen dich kämpfen? Nein, muss ich nicht. Der Sprite ist nicht ganz korrekt gerade. Ändert sich ein bisschen, ja. Ach, ich muss gegen dich kämpfen. Dankeschön. Reicht auch langsam an Kämpfen hier. Ein Makuhita. So, was bist du? Mega Alakazam! Iron Tail. Hat Iron Tail nicht irgendwie 80 Genauigkeit oder so? Auf jeden Fall nicht 100, ja. Seins wurde verändert. 100? Ja, aber 75, ey. Ja. Da bleibe ich bei Stahlflügel. Ja gut, Stahlflügel und Iron Tail sind sowieso zwei unterschiedliche Sachen. Ja, wenn es. Weil Stahlflügel kannst du Iron Tail wahrscheinlich auch nicht. Ja, ich meine nur, wenn ich die Wahl hätte. Ja. Würde ich bei Stahlflügel bleiben. Bessere Genauigkeit. Und kann meine Verteidigung erhöhen. 75 Genauigkeit? Alter Schwede. Das ist schon hardcore schlecht. Oh, mal interessant. Hier ist so eine Schwester Joy, die kann man ein bisschen umherdrehen. Dann sieht man sie mal von anderen Engeln. So, Route 122. Für den Erfolg, hoffentlich irgendwas, was dein ganzes Team bringt. How about no? Du musst auch mal lernen, wie es ist, kurz vor Ende zu verlieren. Hab ich doch schon. Das war ja nicht kurz vor Ende.
Da waren noch einige Stunden, aber es war schon ziemlich weit im Spiel, das stimmt. Kamerafahrt. Suchst du nach... Oh, stimmt, das ist ja voll lame, dass du dir mit diesem Encounter anschauen kannst, was dann da kommt. Achso, ja, Mario. In den Schatten. Ne? Das ist mir gerade so einge... Oh, hi. Alter, einfach sind nur Legis ohne Ende. In letzter Zeit, ja. Legis, so. Drachen, Pseudo-Legends, ja, warum nicht? Ja. So, das wird sich so fangen lassen. Nie bei nie. Wahrscheinlich auch gepasst, wie viele Home-Tours ich eingesetzt habe. Ich hab halt wirklich schon Ultra-Bälle im Gegensatz zu dir mit deinen Pokebällen. Oder Superbälle! Ja. Wow, Insta-Burn. Das Gute ist halt, im Gegensatz zu Reshiram kann das nicht Drachenwut. Das sollte ein bisschen einfacher zu sein, das hier zu überleben. Watch it. Drachenwut. Ja. Momentan macht es erstmal nur Glut. Wie wär's mit einer Wutattacke für jeden Typus? Ist auch so, mein Zweierhotdog macht so ein Damage, Archeops, aber solange, aber sobald du es einmal unter die Hälfte bringst, ey. Hm. So eine dumme Fähigkeit. Hat sie inzwischen eine Hidden Ability oder so bekommen? Nö. Dang. Auf ewig. Das einfach so ein Mon, wo sie sich gedacht haben, hey, dich ficken wir. Ja. Guck, wait, mit. Ist das Boden, ist das Bomadam, ist das Boden oder Gestein? Das ist Boden. Oh, Boden hat keine Resistenz gegen Flug. Nein. Ah. Sind wir beim Thema mit Gestein. Ja. Pokémon. Ist einfach, Generation 1 hat einfach vieles ruiniert. Okay, aber zugegebenermaßen, Sandan war auch nicht resistent dagegen. Hat ja, auch wann hast du jemals gegen einen Sandan und Flugattacke benutzt, Mann? Wann hast du jemals gegen einen Sandan und Sadama gekämpft? Ein paar Mal. Bullshit. Vielleicht der erste Trainer in der ersten Arena. Ja, aber Windschuss war eine normale Attacke, nicht Flug. In Gen 1, ja. Ja, Gen 1. Ich weiß gar nicht, ob in Gelb. In Gelb war Windstoß, glaube ich, schon Flug. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Aber spätestens dann in Feuer, Rot, Blatt, Grün, da war es schon Flug. Moment, ich habe doch das Itemradar inzwischen, oder? Ja, habe ich. Oh Gott, man muss das wirklich so machen. Oh Gott, ja, fuck that. Ich bin durch. Nice. Das ist immer noch Route 10, also kriege ich hier keinen neuen Encounter. So, ich habe 31 Ultrabälle. Schauen wir mal. Oh. Fassade. Ah. Fehlt nur noch ein Guts-Boosted Mon. Keinen Kampf muss ich noch machen. Dann bin ich durch. Dann hab ich das Spiel gewonnen! Nein, hab ich nicht. Aber nur noch eine Route. Dang it. Das wäre jetzt Ball gewesen. Nein. Don't do it. Du musst auch leiden. Leider, sag ich dir. So, Petra, du gehst jetzt lieber erstmal raus zur Sicherheit. Na, bleib drin, so alles gut. Lumio, kommst du wieder rein, weil du hast wenigstens noch Überreste drin. Glut burn, let's go. Alter, du hast Überreste, never mind. Ist ja die. Außerdem bin ich schon geburnt. Aber Blut macht dir, Burn macht dir auf jeden Fall, jetzt ist doch genervt inzwischen. Ja, aber halt nebenbei kriegt so ein bisschen Damage. Ich glaube, es macht mir ein bisschen mehr Schaden als Überreste, ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn so eine Steinformation schneller ist als dein Vogel, ey, holy shit. Stone Junior ist aber tatsächlich gar nicht mal so langsam, ich glaube, er hat eine Base 80 oder so. Ja, deswegen. Ah. Nice. Alter. Währenddessen verballer ich über 100 Bälle und krieg's nicht gefangen. So ein Quark. Glückwunsch. Danke. Quark, sag ich dir! Discharge. Will ich Voltwechsel behalten oder nehme ich Discharge mit rein? Musst du wissen. Voltwechsel hat Power. Discharge hat 80. Ah ja, ich mach Discharge rein. Dann mache ich jetzt den Plug weg und wenn ich halt wieder zur Arena gehe, bringe ich wieder Plug bei. Bei Arena-Kämpfen hat das auf jeden Fall die bessere Utility. Oder als solche Sonderkämpfer halt. Kriegt einfach einen Entei. Kriegt einfach alles an Legis hier! Ich müsste eigentlich mit jedem Legendären, was du gefangen hast, das Scrollen bei dir einfach auf der Seite noch größer machen. Ja, die Sache ist halt, ich habe nie welche eingesetzt bisher. Ja, trotzdem kriegst du sie! Das stimmt. Wie nenn ich's?
Runkiller 95. Nein. Könntest du dich auch Molly benennen? Ich weiß nicht, wie der Vater heißt. Ich glaube, der hat keinen Namen. Schau mal auf den Namen, wie ich es gerade genannt habe. Okay, well. Molly ist so trash, ey. Okay, neue Stadt, neues Glück. Was gibt's hier? Also interessant, dass wir beide denselben Gedanken dann hatten. Ja, gibt es ein anderes relevantes Intel? Ich glaube nicht. Nicht wirklich. Aber man hätte es auch Inkognito einfach nennen können oder sowas, weil es halt ein Inkognito war. Irgendwie so nein. In die Richtung. Das ist Morty. Oh ja. Aber immerhin fragen sie dich, ob du kämpfst. Ja, willst. Ja, immerhin. Und sind nicht, so, ich glaube, auf Route 123 habe ich auch noch nichts gefangen. Das hier darf ich auch noch mal. Cool. Welches Legendary wird es dieses Mal? Was? Warum liest die 10.000? Ah, hier ist Dingens Training. You can slaughter a family of Dinos. Ja. Du bist hier kein der Unethical. Oh mein Gott, das ist eine Textbox, die beschreibt Flutter extrem gut. It do be like that. Oh yeah, schön, dass du das in Lavandia machen darfst. Ich meine, sie hat auch gerade erwähnt, hey, Team Rocket hat die Mutter von Cubone gekillt, also, ne? Ja, aber das wurde ja im Original auch so gesagt, wenigstens. Ja, ja, damals, als Pokémon noch ein bisschen mehr sein durfte als Pipi Pupu. Ja, ich find's halt interessant, dass halt der Typ, der da steht und sagt, hey, du darfst auch Dinos zermatern, dass der ja ausgerechnet Lavandia ist. Ja, natürlich, neben ist doch voll passend. Pokéturm. Das ist halt so, okay. Ich habe gehört, ein paar neue Encounter stehen an. Gott, Hudin. Ich habe Hudin gerade ausgewechselt, Staravia. Lass Larry mal ran. Wo war Pursuit? Nee. Ja, das ist gut. Nee, ich sehe es kommen, sollst du jetzt einfach die ganze Zeit wirbeln dahin. Ich sehe nee, er schon down, kommen. Danke. Das ist das A und O. Wow. Wo? Was? Dann sind wir nur noch zwei. Rock Blast! Wollte schon wieder Wirbelwind einsetzen, die Bitch. Gut, ergibt Sinn, wenn Geowatz draußen ist, aber. Ich kann jetzt drei Encounter machen. Ja, dann? Ja. Denk dran, dass da normalerweise ein Rivalenkampf oben noch direkt ist. Ja, aber ich kann einfach ganz am Anfang. Oder taucht er direkt auf, wenn Dingens. Nee, normalerweise kannst du dich bewegen, aber es ist Radical Red. Ja, Shadow Ball, hallo. Mach ich Covered weg, I guess. Die Attacken, die das Ding lernt, ist gar nicht mal so schlecht, ey. Holy shit. Nö. Extra Sensory. Hallo, what the fuck, ey? Währenddessen andere Mons so Iglava, Tonuptu. Also das Ding greift rein speziell an. Psyshock geht auf Verteidigung. Was von beiden nehme ich, ist die Frage. Was meinst du, würde sich im Schnitt mehr lohnen? Moment. Also beides gleiche Base Power. Das eine geht halt auf Verteidigung, das andere auf Spezialverteidigung. Weil du halt so viel speziell schon hast, würde ich sagen, Psyshock ist immer noch besser. Aber ich mag halt Psyshock auch allgemein sehr gerne. Machen wir das einfach mal. Aber Extra Sensory hat natürlich auch noch die Flint-Chance gehabt, wenn ich es gerade gelesen habe. Ja. Du bist ein ziemlich schnelles Mon. Ja. Ach stimmt, ist die Variante extrem cool. Damn, alles so deprimierend. Naja. Ich meine. Moment, ich kann noch gar nichts fangen, weil Silphs go oder nicht? Kommt halt doch an, wie es beim Randomizer ist, aber wahrscheinlich. Ja, ich mach mal kurz. Ich mach mal kurz Safe State. Ich weiß es nicht, ich will es nur nachschauen hier, ne? Das zählt noch nicht als Encounter. Außer es ist ein regulärer Encounter, dann zählt's. Hallo? Kommt auf Ebene 1 vielleicht gar nichts? Könnte natürlich auch sein, aber ich sehe den Rivalen da oben auch nicht rumstehen. Geh mal ein bisschen weiter links und da an die Wand hoch. Er könnte einfach aus der Treppe kloppen, das ist so die Sorge. Naja, aber er ist zumindest nicht da, wo er normalerweise ist. Ja, das ist ja ganz oben, wir sehen ihn nur nicht. Und das wäre schon das zweite Mal, dass er nicht da ist. Ja, wann hast du den zuletzt gesehen? Ist der vielleicht gestorben einfach? Brenton hat ihn einfach irgendwo bei der SSN über den Jordan gekippt oder so. Okay, Route 12, gibt's hier Gras? Ich würde ungern Angel wieder benutzen. Nur ganz weit unten irgendwo. Nach Relaxo. Ja,
kann ja ein bisschen erkunden erstmal, schauen was passiert. Return. Ah. Oh! Ah. Oh, warte, wie viel Baseball kriegt Return am Ende? Ich glaube 100. Oh, dann ist es sogar schlechter. Nein! Ich dachte jetzt hier mit 140 oder so. Ich weiß nicht genau. Kannst du nachschauen. Rückkehr. Pokémon. Stärke variiert. Schön. Maximalstärke ist 102. Okay. Magst du dich mal umdrehen, du Bitch? Nein. Sag mal! Diese Nutze! Okay, hier darf ich auch einen Mond fangen. Ich habe schon gesehen, es gibt ja tatsächlich auch ziemlich coole Mons. Naja, ich kann tatsächlich den Pokédex-Nuff benutzen, um zu schauen, was gibt's denn da so für Mons. Hm. Oh. It's a boy! It's a boy! Ich hab jetzt natürlich die Wahl, ne? Wow, Seemops ist ja riesig! What the fuck? Ja, das ist schon ziemlich fett. Großer kleiner Boy! Wow! Fang Seemops! Fang den Boy! Hatte ich vor. Ja, der Boy! Weil Eis habe ich noch gar nicht, so wirklich. Hm. Oh, erste Superschall trifft natürlich instant, direkt. Na gut, aber das haben wir auch gleich zwei eingesetzt, insofern. Ja, 55. Wäre ich wahrscheinlich so oder so verwirrt gewesen. Verteidigungsboost, falls es Mystic schuppert oder wie immer der Scheiß heißt, ist mir egal. Ich greife eh speziell an. Oh, Event ist mir doch nicht so egal. Hm. Au. Du machst das schon zentriert, du hast Drachenblut. Och, der Gegner ist auch mit 10% gemisst. Das Leben ist fair. Jetzt Eisstrahl, pass auf. Das ist Melodic. Nein! Ja, okay. Recover. Well, anderes Strat. Es wird Zeit für Setup. Sogar ein weibliches. Dragontail, what? Oh. Tja, anderes Strat. du kannst Rollout. Okay, es hat so einfach gejoggt, nice. Ach, Level 15. Ja, aber Rollout könnte trotzdem relativ schnell ziemlich stark werden. Ich habe halt nichts, um ihn zu schwächen. Ich könnte es wenigstens noch paralysieren, I guess. Excisor, hallo. Es trifft Psycho, trifft Unlicht. Trifft Käfer noch irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Nein. Pflanze. Ja, mach ich Feuer, wenn weg ist. Weiß meine einzige Antwort auf Stahl, ich hätte Eis schenken, egal. Nicht Discharge drücken, danke. Ich hätte Psycho-Fang wegmachen sollen. Na gut. Na gut. Bzzzt. So. Treffen wir gleich wieder einen Ultraball. Dafür, dass es nicht geschwächt ist, weiter. Wow, das ist aber toll eingestellt, der Angler. Drehen sich einfach um, sobald er in der Nähe ist, und halten auch einfach den Blick. Hey! Der so, Boy! Wie nenne ich jetzt? Natürlich nennt sie ihn Boy. Ist aber ein Girl. Nennt sie das ein Boy? Ist aber ein Girl. Nennt sie ihn Boy, da gibt's gar keine Diskussion. B-U-I. Nein, Gurel heißt er jetzt. Nein! Ruiniert. Ist mega. Wäre Hanons bester Kumpel werden können, oder so in hier. Tja. So, was hätte ich alles fangen können? Jetzt können wir mal genauer schauen. Genau. Oh, zeig mir die ganzen. Gewaldro, Machomai. Mobitest ist eins davon, glaube ich. Shinchino. Doblade. Das Müll-Pokémon. Unratytox. Ich glaube, der Bodengeist, die Vorentwicklung ist da noch. Das oberste kann ich nicht erkennen. Das könnte
Das könnte ein Guinness-Sekt sein. Oh. What? Das ist, oh, ist zum Teil Unlicht. Oh, ich hab gechoked. Ups. Schauen wir einfach mal ein bisschen im Gras. Vielleicht sehen wir ja noch, was so kommt. Mein Evo-Light, nein! Oh, Instant, cool, Instant Poison Pang Vergiftung, aber es kann ja auch die Fähigkeit haben, dass Poison Chong steigt, von daher. Smackdown, natürlich. Magst du auch einmal dich selber hitten in der Konversion? Nein, natürlich nicht. Ja. Das ist ein Bullshit, Alter. Oh ja, das ist wirklich komplett hinter Relaxo. Was soll ich noch? Goddammit. Vertrau doch mal dem Pokémon-Wissensmeister. Nein. Ach, oh, muss ich auch noch klatschen. Yes. Hey, wieder das Team hier. Ich fand immer noch den Massen-Encounter mit den Heatwins sehr witzig. So, fertig, mein Gott. Mach ich hier meinen Encounter später, I guess. Moment! Ne, ist das doch eine andere Route? Ne, ist auch Route 12. Nee. Moment. Also wird weiter unten wird es dann zur Route 13, aber vorher gibt es noch einen Gras. Ja, dann mach ich das später. Oh, zwei Encounter, die ich mir noch nicht holen kann. Das ist aber eine traurige Bilanz. Einfach durchlassen. Okay, ich muss noch einmal von oben lang. Dann. Lass er mich noch einmal nach Sigras fliegen. Ich glaube, Exoschance wäre besser. Ja, so, jetzt erstmal ein Countertime. Bist du bereit? Ach, guck mal, das ist ein Dynamax, Ben. Das ist mir doch wurscht. Ich stehe vor irgendeinem Dude. Trainer, stimmt, ja. Nehme ich an. Und lauter Bären. Ist aber schön. Hey! So, was für ein Encounter. Oh, Nebula. Ich habe jetzt drei Geister, hurra. Was ist der dritte? Ja. Ich habe Echnatoll, ich habe Liquidins. Echnatoll, ja, genau. Ja. Hervorragend. Yay. Na ja, wenn ich einen Ganganit finde. Ui. Find ihn mal. Oh Mann, ey. Ich habe einen. Ist aber schön für dich. Okay. Ich habe Angst, dass es Fluch einsetzen könnte. Stimmt, das könnte passieren. Wow, ein Schritt. Danke dafür. Hi, Tropius. Kein Counter? Nein. Achso. Ich habe gerade einen Twitter gekillt, habe einen Schritt gemacht, dann kommt. Wie hieß dein Gengar? Smiley. Ah, mit EY am Ende. Also Smiley. Könnte ein Name von Richie sein. So hieß Richie's Gengar, der hatte gar keinen Gengar. Aber ja, das war mein Encounter. Die Freude ist riesig, könnte man sagen.
Was soll ich mit drei Geistern? Außerdem ist Skelabra. Was will ich mit dem Rest? Spuken. Naja. Ich möchte spuken sein. Hallo, SKW. Ach stimmt, das wollte ich nachsehen. Kannst du Tatumara? Early Tatumara wäre natürlich sehr top hier. Solltest du halt nachgucken, ob es vielleicht das nachlernen kann. Ja, das war der Plan. Okay. Erstmal schauen, ob es das generell kann. Ich nehme einfach mal an, sie haben es entfernt. Der wäre zumindest ziemlich schlau. Jetzt schon mal nicht. Das wäre mies. Aber schlau. Mein Drache und so wird wahrscheinlich 50 sein, also muss ich das gar nicht versuchen, wenn ich es könnte. Aber ich könnte mir ein paar Megasteine holen. Ich habe immer noch keinen einzigen Megastein, aber habe schon dieses scheiß Armband. Ah, FPS ist wieder am Sterben. Ich weiß nicht warum, aber es tut's. Alter, was ist mit meiner FPS los? What the fuck? Nicht. Was ist los? Solltest auf jeden Fall mal speichern dann. Hat's gespeichert? Ja. Geht's jetzt wieder? Alter. Rock Smash! Es kann's! Oh, interessant. Oh. Ist halt die Frage, ob sie es irgendwie gelockt haben, dass du es trotzdem nicht einsetzen kannst nach einer Arena oder nicht. Also ist das quasi 120 Base. Weakless. Ich werde es sowieso nicht benutzen. Irgendwann. Wahrscheinlich nicht. Oh, wenn ja, dann hole ich mir jetzt ein paar Megasteinchen. Wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Und ein Terrakion. Ich könnte es mir zumindest vom Level anschauen. Das stimmt. Weil wenn es irgendwie auf Postgame gelevelt ist, dann habe ich ein ziemliches Problem. Das kann doch ja sein, dass er einfach Level 70 ist. Ja. So, wo war überall Zertrümmer? Oh, es war überall Zertrümmer. Ja. Hab ich doch. Wait, what? Wieso kann ich nicht? Vielleicht brauchst du erst die VM. Wie VM? Ne, das ist halt so automatisch. Nee! Cut, das ist halt aber erst in deinem Inventar sein muss, damit es funktioniert. Nee! Okay. Well, Träume und Hoffnungen. Haben sie dran gedacht? Nein, ihr Schweine! Ihr arschigen Arschis der Arschigkeit. Na gut. Ja, es gibt halt Leute, die lassen ihre Games nicht so einfach brechen. Du meinst, es gibt Leute, die machen nicht Game Freak. Ja, es gibt Leute, die denken nach und bringen nicht Legend Arceus raus, wo du durch Klippen auf irgendwelche Berge dann auf einmal dir ein Level 40 Togekiss fangen kannst, obwohl du eigentlich Level 15er Pokémon hast. Tja. Das hat nämlich Sana gemacht bei von Hololive. Ja. Der hat das Togekiss nämlich oben ja auch auf der Klippe fliegen sehen und hat dann gesagt, da muss ich hinkommen und hat alles versucht, um da irgendwie hochzuklippen. Und sie hat es geschafft. Was sehr witzig war. Versuchst halt auch keinen, ob man es überhaupt schaffen kann. Shock Drive. Das ist für Genesect. Achso, Genesect. Dann schauen wir mal kurz, was hier im Wasser rumschwimmt. Okay, weiter geht's. Schade, schade. In den Nico. Guck mal, so viele Trainer und ich ignoriere sie alle. Zu Recht. Ja. Ich hab irgendwelche Typen, die radeln, ah! Den, 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 den. Tja, den kannst du nicht so leicht ignorieren, oh. Doch. Nee, den links meinte ich. Oh, Akrobatics. Oh. Hm.
Oh, hallo Shaman. Wie viel Automatik, wenn ich kein Item trage? 120, oder? Ja. Also besser als Drillback. Mega-Entwicklung, Psybeam auf Spinder. Larry, komm mal zurück. Du hast doch nicht das beste Matchup. Meinst du? 55, das ist halt... Double Damage in dieser Has No Held Item. Ja gut, dann ist das quasi 110 Base. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Oh, Vika kann das nicht leeren. Was? Ha. Huh. What? Vielleicht ist das nicht so akrobatisch angelegt. Es fällt einfach auf seine Gegner. Ich meine, es kann Body Press. Ja, das stimmt wohl. Du bist wahrscheinlich ein Trainer. Ja, das kann auch fallen. Wahrscheinlich bist du ein Trainer. Ja, natürlich. Mich musst du mitnehmen, Bitch! Wie meine Chemienoten sind. Chemie war aber immer 2 bis 3. Ach, ja, Erfahrung des Matchup, würde ich mal sagen. Bam, warum bam. Trifft jeder Spark fucking. Level 38, nice. Ah, natürlich Instant Full Power. Und der Crit. 37. Ja, 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 ja. Ja, ja. Jut, jut, jut. Bitch. Oh nein, ich habe jetzt Mami. Ich weiß gar nicht, was meine andere Fähigkeit überhaupt ist. Nee, Dazzling Gleam. Dazzling Gleam. Ich habe die ganze Zeit ignoriert, weil ich dachte, das ist eine Trainerin. Die schenkt mir einfach Dazzling Gleam. Die ist gar nicht mal so verkehrt. Nee. Wo denn? Du hast eine neue Spezialattacke. Das ist doch tanky. Gastrodon Tanky. Yes. Weezing! Moment! Oh, reguläres Weezing hat hier Neutralize Gas. Ja. Oh, ein Smogon schneller als Vika, was? Alter, Vika ist so langsam. Ja. Ich hab Verteidigung minus 2. Explosion Crit könnte wehtun. Ach. Aber das macht es ja scheinbar nicht, also kann ich einfach setupen. Das macht es dann, wenn du kurz vor fertig bist. Das macht Kopfnuss. Oh, warte, das könnte mich flinchen, fällt mir da sogar ein. Haha, Bitch. Psybeam, what? What? Okay, wahrscheinlich hat das auch nicht so die richtigen Sachen. Was ist hier passierend? Ja, das Monster hat ja auch Spark und Screech und so. Was ist jetzt hier mit den Trainern los? Was ist mit dem Randomizer-Modus? Warum ist der jetzt so kaputt? Tja. Vielleicht weil sie jetzt spezielle TM-Attacken und sowas haben, dass dann die TMs einfach drin sind trotzdem. Das ist Quark, das ist Käse mit Soße ist das. Ich hoffe, dass das jetzt nicht passiert, dass die Mons nur anders ausschauen mit anderen Typen und werden aber halt die Movesets so geblieben sind. Das wäre schon der Top 4 dann vor allem mit sich. Ne, die haben ja feste Teams. Die Boss-Encounter ändern sich Boss, ja nicht. Boss-Mons ist egal, hast ja recht. Oh, gleich kann ich einkaufen. Dann wird es halt eventuell zumindest in der Siegestraße noch sehr witzig. Ist halt dumm. Mhm. Dann müssen wir auf jeden Fall nochmal über die Randomizer-Version rübergehen, ey. Außerdem, man will jetzt sehen, dass Smogmog Psychstrahl kann. Hier. Glaube ich. In Radical Red. Oh, warte, das ist doch auch eine neue Route, oder? Ne, das ist die gleiche Route wie da drüben, oder? Nein, nein, das ist eine neue. Ist es? Weil die ist jetzt links, die ist links von Urania, von Safronia City. Ganz sicher. Ja. Route 7, könnte sein. Ist auch so. Okay. Weil du hast eine nördlich von Safronia, eine westlich, eine östlich und eine südlich. Okay, okay, kann ruhig anzuschreien. Ich habe ja auch gar nicht angefangen. Hör auf zu schreien! So, mein Encounter für den Pyroberg. Ein Glammiau. Hey, eigentlich darfst du auch mal Trash kriegen. Okay, was ist Trash? Meine Dingens ist jetzt nicht komplett Trash. Okay, doch, das ist schon ziemlich Trash. Ich muss jetzt nicht versuchen, einen auf Masel zu machen, der immer das Gute in jedem Mon sieht. Das ist nur Willigkeit ähnlich. Das eine ist fett, das andere ist nicht.
ein paar Gläser, aber auch nicht schnell. Wir sind in Celadon City. Gleich gibt's Items und ein Geschenk, das morgen gibt's auch. Yes. Ja. Ja, erstmal vom Counter enttäuscht werden. Oh, hey, eine TM. Silverwind. Okay. Ein Counter-Time, wir sind im Legendary. Nein. Ja, 39, what? Ist ein bisschen hoch. Ja, aber Feuer und Licht. Ist auch ein... Ah, stimmt, ist nicht irgendwie Dingens, Fuego, eines der meistgenutzten Mons seit Gen 7. Ja. Und danach ebenfalls. Ja. Intimidate. Ich habe Angst. Und Knockoff. Und Fake Out. Ja. Und Aua. Ja. 39, holy bejesus. Oh, hey, guck mal, ein Mann, was Flammenwurf kann, bevor es Level 48 erreicht. Ja. Nur interessanterweise, das Mon ist erstens mal eine erste Entwicklung, deswegen kann es eher lernen. Zweitens, das Mon möchte eher seinen physischen haben. Ja, gut. Aber dafür, nee, sein Signature-Move war Unlicht, aber ist ja nicht schlimm. Physische Feuerattacken, da gibt's gar nicht so viel gute Auswahl weiterhin. Nein, es benutzt weiterhin Flammenblitz. Auch kompetitiv. 8 Generationen für nichts. Flamara weint immer noch in der Ecke seit der ersten Generation. Ja. Oh, der Crit. Moment, what the fuck? Eins war Flamara noch einigermaßen okay. Da hat es einfach nur das Problem, dass Flamara halt ein Feuermon war und Feuer halt in Gen 1 nicht so gut war. Ja, es hat irgendwie schon ein Trauerzeugnis, wenn du Flamara Body Slam Set spielst stattdessen. Weil Flammenblitz ist halt immer so eine Sache und das nächstbeste war, was Flammen. Konntest du mal Fahrrad lernen? Feuerzahn halt dann wahrscheinlich. Ja, irgendwann. Auch in Gen. Ach, verdammt, ich hab Flamio keinen Namen gegeben. Hey, ich hab's gefangen. Glückwunsch. Oh, ich weiß, wie ich dich nenne. Ein Boxer, der gerne postet und sich auch gerne aufregt, wenn es nicht klappt. Ja, das ist auf jeden Fall. Ups. Du bist auf jeden Fall Macho Man. Nicht Macho Man Randy Savage, sondern Super Macho Man aus Punch-Out. Genau aus dem Retail. Okay. 39, gruselig. 36 Landorus, auch sehr gruselig. Ich kann einen Feuermann mitnehmen. Ich kann es noch voll entwickeln, fällt mir gerade ein. Aber es ist noch gerade ziemlich hoch. Aber ich kann zur Arena. Außer Team Rocket versperrt ist, das müsste ich nachschauen. Aber warte, brauche ich nicht Platz für ein geschenktes Mon? Ich glaube. Ich glaube nicht, nein. Auf deine Verantwortung. Es kann Bulldoze. Was 20 TMs? Sind ein paar. Sind ein paar viele, bin ich aber noch weit von weg. Alles klar, mein geschenktes Mon, bist du bereit? Mhm. Ich bin's nicht. Eboli. Ja, Spitzname. Oh, ein Lapras. Das ist natürlich nicht so schlecht. Hallo Orange, willkommen Team. Ich meine, passt irgendwie, Gen 1 geschenkt, nur nicht die richtige Abteilung. Leider wissen wir ja schon, was mein Relaxo-Encounter ist, traurigerweise. Okay, Landorus besiegt. Landorus ist tatsächlich ein ziemlich ekelhaftes Mon zu bekämpfen. Mein Team momentan. Traumball. Okay, ist der hier besonders in Radical Red? Pass auf, jetzt garantierter Catch. Wäre gut, ich meine. Das müsste eigentlich wie ein normaler Ball sein. A Border activates the Pokémon's Hidden Ability when caught. What? Oh, okay, das ist interessant. Kann ich die kaufen? Ich meine, es ist die Frage, ob ich immer Hidden Abilities haben möchte, aber das könnte ich natürlich checken. Ja. An sich ist das ein ziemlich cooler Ball. Ja. Alter, hier sind eine Milliarde Leute. Oh,
Münzamulett. Okay. Oh, die reden über Westseeker Abuse. I can max one of your Pokemon's IVs for free. Normally I charge money, but this service isn't as useful in minimal grinding mode. How about it? Aber sie sind auch. Ich hab doch schon Easy Mode. Achso, wenn du nicht Easy Mode hast. Do you want OP Pokemon, especially in a screwed up ROM hack like this? You can get this anywhere else. Okay, also ohne Easy Mode könnte ich mir das hier holen quasi. So viele Service-Einstellungen hier, ist ja erstaunlich. Gott, ja, okay, Creepomat, let's go. Ah, cool, guck mal, hier sind zwei Positionen, die es bei Game Freak nicht mehr gibt. Hier ist der Programmierer und hier ist der Game Designer. Ah, da war die Zeit. Damals war das halt noch anders in der Industrie. Ich hätte einen Fiebers haben können hier drin. Melodik gut. Oh, ist hier gar nichts. Ist hier ein Haufen nichts? Nee, auf der Seite ist nichts. Dang, Bro. Einfach die Aussicht genießen, dass das schöne... Seine ist eine versteckte Seite mal irgendwo, aber... Nee, war nicht. Das schöne Blau des Meeres genießen. Im Himmel. Piep, 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 und so. Oh! 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 Halt mich fest! Der Fossil-Dude ist hier! Oh. Mehr Mond! Aha. Palkia! Oh, ist ja auch ein gutes Wort. Kyogre! was bist du? Oh! He returned! Oh! Oh, Bram, bro! Giftspitzen, du bist mir einer. Next. Jetzt geht's los, Junge. Und jetzt Palkia. Also Alternativ wäre es Vanilla, was schon ziemlich geil wäre. Aber Kabutops ist auf jeden Fall ein Upgrade. Ich mag Kabutops sehr, aber ist einfach nicht so gut. Leider. Ich meine. Mit einem Schwertanz im Regen kann es sehr gefährlich sein, aber okay. Ja, Setup halt. Gut, was noch? Kriegen wir den Trip oder fangen wir jetzt wieder Trash an? Was meinst du? Keine Ahnung. Let's go! Oh Gott! Mit Trash. Trash it is. Immerhin die Stahlvariante, I guess. Well, das ist auf jeden Fall ein Downgrade. Was? Moment, was? What? Okay, wenn ich Shards... Ich für Blue Shards Sachen kaufen. Ja, nein, Lily Vanurit, Cranger Shield und... What? Huh. Ich brauch Shards! Was? So, Rudin könnte wieder sterben. Irgendwie habe ich diese Matchups sehr häufig hier. I handled Starter Eggs, what? I'm also a Shard Collector. Give me Red, Blue or Green Shard and I will give a random Egg corresponding to the type. Ich hab keines. Wo krieg ich Schaden? Masel! Keine Ahnung. Normalerweise irgendwo am. Random Costume Pikachu, what the f. Sachen, die ich nachschauen muss. Wir sind ja sowieso gleich fertig. Ich kann ja bei nichts nachschauen. Okay. Puh. So, hier kann ich dann auch einen Encounter, nehme ich an. Ja, wurde 16. Bro! Habe ich Echnator wieder vorne? Nein, habe ich nicht. Ich kann noch einen Encounter machen. Irgendwelche Doppeltrainer will ich nicht. Encounter Time, let's go! Jetzt mit dem legendären. Das ist ein Pike, ja. Nein, kein legendäres. Okay. Nice. Okay. Ein starkes offensives Steinmon. Wird in Doppelkämpfen, aber stärker, weil Power Spot ziemlich cool in Doppelkämpfen ist. Oh hey, Stealth Rock, ich hab einen Stealth Rocker.
Ah ja, klar, Psychok, ich wollte noch extra Strength überbringen, könnten wir sogar dahin. Warte, ich hab Drachenwut, was mache ich hier gerade? Keine Ahnung. Oh, es war ein Crit. Na gut, kann ich schon mal angreifen, das passt schon. Da werde ich auch erstmal wahrscheinlich off-stream halt mal gucken, wie ich dann meine Pokémon-Teams mache. Pass-Orb? Moment, das ist nicht. Ne, ist nicht von Palkia oder so, glaube ich. Nö. Nee. Great Ball. Oh, ich hätte vorher gucken können, ob ich mir Dreambälle fangen kann. Ah, fuck, na egal. A mysterious orb containing the power of the Unova region. To be used when generating pass power. Ach so, das ist. Dingens. Street Pass und hast nicht alles gesehen. Okay. Jetzt habe ich vergessen, wie die Steinformation hieß. Ob der es passiert. Stonehenge? Stonehenge, genau. Keine Ahnung, eventuell wäre die versteckte Fähigkeit besser gewesen. I don't know. Oh Mann, warte, hat Furigon nicht eine voll gute versteckte Fähigkeit? Wenn dann Intimidate. Statt Blaze. Oh. Also ja. Nein! Ich muss auf die Abilities ändern können. Kann ich meinen Counter nochmal tauschen? Dive Ball, Luxury, Level Heavy, Moon Ball. Warte, du kannst nicht einen von ihnen holen? Wow. Hier ist schon wieder ein Arktos im Gras irgendwo. Schon wieder. Ne. Warum ist deine Shiny-Variante nicht blau gewesen? Verschwendetes Potenzial. Wessen? Von Spiny Door Chespin. Die Sonic-Anspielung. Verschwendetes Potenzial. So. Ich verstehe. Alter Schäde. Der ist gut. Aber wer kann den lernen, den ich habe? Timerballs, die wurden ja inzwischen abgeändert, dass sie schon nach 10 Runden aktiv sind oder so. Ich glaube nach 20 Runden, aber es kann sein, dass es inzwischen noch schneller ist. Ja, kann Dream Battle scheinbar nicht kaufen, damn. Ein Arzelf. Ihr sagt nicht, das ist nochmal dein Konter. Was? Nein, nein. Okay. Ich habe ja schon hier auf dem Berg eins gefunden. Was machst du denn hier? Okay. Oh, ist das die Dingens? Good move. Hey, play rough beibringen einfach. Kinda like your mom in bed. Okay. The burn! Na dann. Aber das ist physisch. Moment. Ganz vergessen. Ja. Okay. Well, das ist ein NPC, der existiert. So, Team Magma. Was habt denn ihr hier so für Level? Hier sind die Steine. Ihr habt auf jeden Fall einen Machamp. Okay. Oh. Die ganzen Entwicklungs-Items 36. Okay, das passt. Hab ich noch irgendwas, was sich mit dem Stein entwickelt? Erstmal Duskstone. Brauchst du nicht einen Blattstein oder so? Brauchtest du, glaube ich, noch? Hatte ich ja schon für Tankolist. Okay. Oh, es ist das Link-Kabel aus Mystery Dungeon. Das ist toll. Ice Stone. Ah, ja, für Eisstein, hast du gesehen. Prism Scale gibt's hier auch. Es gibt einfach alles. Holy shit, Reno. Ja, alle Entwicklungs-Items. Nice. Finde ich gut. Zellern ist allgemein anscheinend so, dass. Warte, ich weiß gar nicht warum, Zentrum aber gab es gab's nicht Megalapras? Nee, ne? Nein. Ich weiß gar nicht, warum ich daran dachte. Weil es ein Gigantamax Lapras. Ah ja, genau, ja, ja. Da gibt's nur die Dinger. Keine Dream Balls, lame, sag ich dir. Ziemlich Sage. Das krieg ich schon in den Huden, oder?
bist 4 Level höher, du bist ein Mega-Simsala. Ja, wow, apropos Mega-Simsala. Ja. Wenn ich doch jetzt mal einen Simsala hätte. Ja. Fang dir rein. Den ersten Megastein, den ich kriege in der 4. Stadt. Uff, ey. Dickes Uff. Belastend, könnte man sagen. Na gut, auf jeden Fall jetzt. Mega Simsala schaut immer dem seine Hüfte, seinen Bauch an. Ja, ist halt so ein alter Weiser geworden. Ist ja immer verhungert wie sonst was. Ja. Du hey, ich möchte Psychic lernen. Ja, danke dafür. Super Luck Fist, oh, komm mal, nice. Hast du den größten Challenge? Ich habe gerade Psychokinese gelernt auf 38. Oh. Unverschämtheit. Ich würd mal sagen, mein Alakazam ist jetzt ein bisschen stacked. Murkrow für Chattered. Wow. Yay, Big Nuggets. Das ist ein hart-headed Pokémon. Iron Head. Oh mein Gott! Er ist ein bisschen besser als Staffel, würde ich mal sagen. Rain Scale, okay. So, mein Hudin ist jetzt auch endlich auf demselben Level wie meine Mons. Das erste Mal, dass ich jetzt von. Oh, Banettit. Okay. Mega Banett ist auch nicht so schwach. Nice, einfach so viel Service, Mann. Na, ja, zu Mel. Ich habe nur blaues Augenwinkel gesehen, dachte noch ein Latios. Ja, Latios wäre schön. Nein. Ich dürfte es eh nicht fangen, insofern. Außer es ist shiny. Ja. Aber ich habe in unseren Challenges weiterhin noch kein Shiny gefunden. Finde ich gut. Außer natürlich die Geschenken. Das ist einfach Ecken mit nichts. Entschuldigung. So, jetzt haben wir alle auf 38. Ne, Petra noch nicht. Okay. Ich kann mir. It appears to be closed. Nein! Nein! Game Corner! Nein! Ah, gibt's dann das Rocket-Versteck auch nicht? Scheinbar nicht. Oder ist es erst später? Oh. Dang weil it! Irgendwie musst du doch. Weil irgendwie musstest du ja normalerweise. Stimmt, bist du in den Turm eigentlich reingegangen? Ja, aber halt nicht weiter als. Gab's dann einen Counter? Es ist ja nichts aufgetaucht. Auf der ersten Ebene. So, okay. Weiter bin ich nicht rein. Okay, okay. Weil vielleicht gibt's das halt gar nicht, das Telescope diesmal. Wer weiß. So, wir machen auch gleich Feierabend. So viele Mons. Ja. Zeit ist mal, wenn ich verlierst. Fick dich. Ich darf mir auch, was Leichteres gönnen. Wie oft hast du ohne Randomize gespielt? Hydration. Okay. Ach du Level 5, ich wollte gerade sagen, was ist mit den Stats kaputt? Jetzt hat nur Level 5. Level 5, Dual Chop. Es hat einfach Sucker Punch, okay. Powers up Ally Moves. Oh, deswegen BGC. What? Yo, das sind zwei hohe Werte und zwei sehr, sehr niedrige Werte. Ja. Das Ding hält speziell nichts aus. Ne. Okay, jetzt muss ich mal schauen wegen Entwicklung. Dich kann ich entwickeln. Ich weiß nicht mehr das Level. Warum kannst du dich nicht zum Manaphy entwickeln, Mann? 42 oder 43 war es, glaube ich. Irgendwie sowas. Was ist eigentlich mit Geradax? Wie kann ich dich entwickeln? Freundschaft? Oder ein gewisses. Nee, Level 35 bei Nacht. War's. Bei Nacht, okay. Glaube ich. Glaubst du?
Könnte also auch falsch sein. Das stimmt, es könnte falsch sein. Aber ich finde, Pokémon wissen so meist, das vertraue mir einfach. Ah ja, klar, Linkkabel für dich. So. Nimm das Steinchen. Ich habe leider kein Gengar-Need. Teufels Leben. Ah ne, hier sind die Vitamine, glaube ich. Nee, war nicht. Hier waren die Steine, Fragezeichen. Yes, ich baue noch ein Linkkabel. Analyzing. Okay. Sie ah ja, klar. Hahaha. Sie ist niedlich, aber weird. Ja, aber das mögen wir doch. Kein so geiles Matchup. Findest du? Lumio. Du darfst. So. Das war relativ viel Damage. Ich weiß nicht, wie man Status hat. What? The fuck? Hä? Was? Oh, das ist falsch. Ups. Das bin ich richtig. Ich weiß nicht, wovon du redest. Oh mein Gott, kannst du das wegmachen? Man sieht nichts im Stream zumindest. Ja, alles gut. Das ist wurscht. Darum geht's gerade nicht. Okay. Kannst du? Okay, Lumio möchte sich nur selber schlagen. Also muss ich nochmal wechseln. Radical Red. So, fangen wir wieder an mit Confused Ray, alles klar. Oh, ich schlag mich halt wirklich nur selber gerade, schon das dritte Mal hintereinander. Ist der ein Encounter? Nein, das ist Dingens von Team Magma. Ah. Okay, Surfer, danke. Wo war der RNG-Bullshit? Nein! Er hat mich schon dreimal gehauen. Alles gut. Plus zwei Confused Ray-Treffer. Ja. Details. Again? That's unanticipated. Also, sie hat nur einen Mon? You are interesting. Ja, sie hat nur einen Mon, aber davor war 38. I'm looking forward to when we can meet again. Sex. Is this love? Natürlich. Ay, me, what a disaster. Er ist in Australien. Oh, Darkest Lariat lernt einfach generell, wenn er sich entwickelt. Okay. Darkest Lariat! 8500. Statue Design Award. Die Orbs dürfen niemals getrennt sein. Hier nimm du den blauen. Ja, okay. Du halt, wenn du in der Nähe von ihm bist, dann sind sie ja nicht getrennt. Ja, no? Wer sagt, dass ich die Magma hinterher gehe? Ich wollte jetzt zum Sightseeing gehen. Nein, willst du nicht. Doch. Haben wir schon fast 3 Stunden, das reicht dann auch. Und den Rest mach ich dann wieder offscreen. Poison Barb. Poison Barb. Smiley Wolf in Tomate. Oh, Shadow Punch. Ah, das ist nicht physisch. Shadow Punch ist physisch, ja. Oh, ein Goldduck. Und noch ein Silver Powder, okay. Wait, what?
Moment. Mein Detektor hat noch was angezeigt. Ancient Power. Ah, ein Revive, okay. Ich glaube, das erste Revive, was ich finde im Spiel. Nein, du hast vorher schon eins gefunden. Sicher? Ja. Nein, das ist mein erstes. Verdammt. Einfach die fliegen in den Tau. Das fliegende Passwort, ja. Der Slash. Kann ich von hier eigentlich direkt fliegen? Ich hab keinen Bonus raus. Eventuell. Mal schauen. Ja, kann ich gut. Frage ist, zählt es jetzt schon als Nacht? Wenn es dunkel ist? Level Cap ist ja 42. Ich glaube. 120, 50. Nee, war es nicht 47? Aber es. Ich weiß nicht mehr. Moment. Ja, 42. Nee. 41. Ja, wenn du minus 2 rechnest, 40. Ach, das Level Cap ist. Hä? Nee, ich dachte, du hast schon die Level Cap Dinger reingetragen. In der Discord-Liste. Das Level, was ich gerade gefragt habe, war vorher das Level Cap, das 42, und ich wusste nicht, wann sich das Ding jetzt hier entwickelt. Aber 41 ist. Also, wie du es mir gegeben hattest. Du hattest da auch schon drinne 13 before Brock, 25 before Misty. Nee, 13 Brock kann nicht sein, Brock ist 15. Ja, aber so hattest du es mir geschrieben. Und ich habe dann einfach nur das kopiert und die Typen rausgenommen. Ach, habe ich schon Level runtergerechnet? Eventuell. Ich weiß es nicht. Weil ich habe es auf jeden Fall nicht geändert. Ich habe nur die Dinger rausgelöscht. Dann ist 42. Ja. Was hattest du bei Search für ein Level? Weißt du das noch? 32, und es hat gepasst, oder? Ich weiß es nicht. Ich müsste mal nachschauen. Nee, 33 war sein höchstes, weil er hatte davor 34, glaube ich, als höchstes Level. Jetzt sind wir 32, also müsste das passen, glaube ich. Ja, dann soll das passen. Ich meine, Gegner-Level würde es mir ja nicht sagen, weil da sehe ich halt nur, wie es halt Easy Mode so Pi mal Daumen ist. Ich müsste ja halt mit den Sammelbons natürlich, also halt mit Erfahrungsgeduld testen. Tun. Weiß ich mir ja. Nicht. Moment. So. Metal Code. Er entwickelt sich. Der Boy, lang hat's gedauert. Ist übrigens ein Anime extrem niedlich. Ich mag auch die Beziehung zwischen den Reynolds und Rowlet. Das ist großartig. Chunky, damn, he chooses us. Mel Metal. Ich finde es nur interessant, wie sich der Magma hier so einfach reinschleichen konnte. Masko Thunderstock, hallo Thunderpunch. Ich meine, die hätten einfach mit 60 Leuten auftauchen und den verprügeln können. Ja, no. Oh, ich hätte noch ein zweites. Nee, Linkkabel habe ich doch noch. Hä? Ich bin verwirrt. Moment. Erst einmal Skelabra, hallo. Lariato! Designer Wellington möchte kämpfen, oder? Da, ist so knuffig. Ja. Hallo, Skelabra. Ja, schade, wenn es eine Mega-Entwicklung Psychokinese abbekommen würde. Und hallo, Gengar. So viele Entwicklungen. Ja. Einzige, was ich halt nicht entwickle, ist halt, dass Shiny Lana ist, weil. Ne, Shiny Slot. Träume und Hoffnungen. Wäre jetzt einfach zweimal Kyogre gewesen, hätte ich nein gesagt. Was hast du gemeint? 25 bei Nacht? 35. Oh.
Ich würde sagen, es ist Nacht. Es ist sogar dunkel. Sieht sehr nächtlich aus, ja. Ja, dann probieren wir es mal. Ein Larvita. Larvita, Larvita, könnte man sagen. Das Schöne ist, dass es sehr schwer ist. Das heißt, Grassnaut tut mir ziemlich weh. Takedown, nee. Risikotackle würde ich beibringen. Scary Face, nee. Ey, der Boy! Ne? Was sagte ich? Ja, was das Vicky gesagt hat und dass es nächtlich aussieht, weil es dunkel war, weil sie dunkle Palette war. Willst du einen Keks? Das hat das Vicky vor zig Jahren gesagt. Ich habe mich noch dran erinnert. Ja. Was hast du heute morgen zum Frühstück? Hä? Was hast du heute morgen zum Frühstück? Erinnerst du dich daran noch? Was du heute morgen zum Frühstück hattest, hast du mir nicht gesagt. Doch, sag ich. Du hast nicht so. Nein. Obstruct? Wait. Das ist irgendein Move. User protects itself and harsh lowers the foe's defense on contact. Ne. Ach, du kannst so viel Support auf den Dingen spielen, das ist der Wahnsinn. Erstaunlich, das sieht gar nicht nach so einem Support-Mon aus. Aber gut, an der Stelle machen wir dann Feierabend. Ich meine, das ist auch ein sehr guter offensiver Move, weil du senkst halt die Verteidigung des Gegners und dann greifst du an. Ja, ja. Ich meine, du kannst ihn auch so ultra-supportive spielen. Jetzt Stall hast du nice, gesehen. Nice, 5x Rock Blast. Ey. Ich würde jetzt an der Stelle die Feier machen, wir sind jetzt 3 Stunden dabei. Ich glaube, das reicht. Ja, das ist okay. Ich bin ja eh gleich hier mit dem Schiff fertig. Ja. Das heißt, der nächste Stream, also zumindest Pokémon, wird eine Weile dauern, weil Marcel ist jetzt bei seinen Allies. Also ab morgen. Ich meine, nee, nevermind. Ich habe so eh alles auf meinem PC. Ja, den nehme ich nicht mit. Selbst wenn, wir müssen nicht wieder so eine Low-Poly-Übertragung machen. Haben einfach ein paar Tage frei, wir haben jetzt 3 Tage. Ich habe meinen Handyvertrag verändert. Ich habe jetzt unlimitiertes Datenvolumen über mein Handy. Das heißt, ich könnte bei meinen Eltern mein Handy als WLAN einstellen und dann damit über einen PC, über einen Laptop reingehen. Okay, warten einfach, bis du da bist, nur hast einfach ein paar entspannte Urlaubstage. Das sowieso. Siehst du. Ich habe auch genug an Solo-Projekten und Kram und andere Spielereien. Und wenn Steven bis dahin mal fertig wird mit allem, dann spiele ich einfach mit ihm oder nicht. Nein, ist gut. Ich mache keine Duo. Also wie gesagt, wenn Dingens stattfinden würde. Ein Link to the Past Randomizer. Dann wäre ich da auf jeden Fall dabei, vor allem wenn es am Sonntag wäre. Ne, diesen Sonntag wäre es sowieso nicht. Freitag, Sonntag bin ich Chocolina. Ah ja, stimmt, dann machst du ja was. Und den Samstag habe ich ja. Ja, richtig. Wobei aber ja, es ist nicht ja so schlimm ist, wenn man relativ früh anfangen, aber das ist halt wieder. Ja, früh. Ja, das sagst du dem Typen, der Spätschichten arbeitet. Nein. Na gut. Gut. Hat Spaß gemacht, war doch quasi Progress. Die Encounter waren doch zum Ende ganz nett. Wir haben wir ignorieren quasi das, was vorher war, denn das Vergangene ist vergangen, wir sind im Hier und Jetzt und das ist ganz nett. Mal schauen, wie ich dann mein Team und so umstelle. Das Problem ist, dass manche von denen jetzt schon hardcore hoch sind. Ja. Das heißt, die werde ich mir halt aufheben, bis ich bei der Arena bin ungefähr, Pi mal Daumen. Aber wir haben jetzt ja einiges zur Auswahl. Ich werde noch ein bisschen rumglupschen wahrscheinlich. Muss mal schauen, wie ich jetzt weiterkomme, was so der nächste Schritt ist. Ich meine, Arena 4... Das Arena 4 kannst du ja eigentlich machen. Moment, es sei denn, da steht was davor. Das sollten wir bitte kurz checken, bevor. Also, ob Silvesco, also, ob ich das vorher machen muss oder nicht, wäre. Kurz wissen. Jetzt kommt Rival und bratzt mich um. Die Sache ist, halt normalerweise wäre halt das Rocket-Ding und, der Pokémon-Tower. Ja, ja. Deswegen, aber ich kann, wenn ich mein Level-Cap anheben darf, dann sage ich da auf jeden Fall nicht nein. Weil. Ja. Kann ich mal sehen. Er hat auch gesagt, erst das Stimmen, aber ja. Gut. Ja, wie man sieht. Dann sieht man und hört man und stört man sich beim nächsten Mal. Bis genau. Dann. Bis und denne. Ciao. Ciao, ciao. So, in meinem Stream